Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei der SLC GT3 World Tour mit Rennen Nummer 10 der Winter Season live aus Cleveland. Ja, es geht wieder oder es ging wieder zurück Richtung Amerika. Die USA sind wieder hier am Start. Und ja, auch natürlich hallo und einen wunderschönen guten Abend an der Adresse. Ja, yeah, hello and welcome to Flight SLC GTW 10 to Cleveland. Please Weißt du, in dem Moment, wo du angefangen hast, fasten da fiel es mir wieder ein. Wir hatten da was im Stream am Donnerstag, da war was. Und ich war gerade nicht vorbereitet, dass du schon streamst. Habe ich dich überrascht jetzt? Sehr gut, perfekt. Super Start in das Wochenende hier. Ja, eine Woche später direkt schon wieder. Oh, das ist ein schönes Standbild hier gerade. Ah, schade. Da ist mal jemand gejoint. Genau, wollte gerade sagen, da ist einer gejoint. Also diesmal ist wirklich einer gejoint. Nein, diesmal leckt es hoffentlich nicht. Ja, wir sind mal gespannt. Obwohl die Boxengasse, ich glaube, auch wieder viel Potenzial theoretisch bietet. Ich glaube, da wird auch wieder viel wahrscheinlich geladen. Aber wir schauen mal. Ein ungewöhnlicher Kurs, den wir hier zumindest mal in der GT3 World Tour haben, oder? Nee? Ja, extrem ungewöhnlich. Also Flugplatz, also an Flugplatz denke ich eigentlich nur an Silverstone. Allerdings ja, wurde es ja mittlerweile zu einer richtigen Rennstrecke umgewandelt, beziehungsweise auch schon vor Jahren. Allerdings jetzt haben wir wirklich einen richtigen Flugplatz. Also wer dachte, Malaysia ist breit von der Streckenbreite her, der wird hier komplett erstaunt sein, weil das ist super breit hier. Ja, mal gucken, ob zwischendurch eine 747 hier irgendwie landet oder so. Also mal gespannt. Ja, wenn du in den Hintergrund guckst, dann wirst du was fliegen sehen. Also habe ich schon ab und zu Flugzeuge mal fliegen sehen. Oh, okay. Ich habe heute Morgen zumindest wenigstens einen Hubschrauber gesehen. Das, ich meine, da ist er, glaube ich, ganz kurz am oberen Bildschirm. Hat man mal ganz kurz mal gesehen. Aber auch interessante Kameras. Wir haben so hier die Camerons, die Cams an den, na, die an den. Nach diesen Leinen quasi da befestigt sind und dann so komplett oder auf diesen Schienen befestigt sind, dann komplett mitdüsen. Das sieht schon mal ganz cool Ich komme aus. gerade auch nicht drauf, wie die heißen. Ja, ich weiß, damals haben sie boah, es ist echt schon ein paar Jahre her, in Hockenheim haben sie das mal quasi eingeführt. Das hatten sie ja an so zwei Seilen gespannt, wie so eine Art Seilbahn quasi. Und normalerweise haben sie es immer am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen. Da ist ja immer auf Stimmt. Startziel. Da fliegt ja die Cam auch immer quasi von Startziel bis in die zweite Kurve rein. Stimmt, ja, genau. Das ist auch ganz cool, da das Ganze gemacht. Ne? Also hier, wie gesagt, so mehrere Schienen, wo die Kameras hier irgendwie so ein bisschen lang fahren und uns da auch ein paar schöne Bewegbilder, noch Nahaufnahmen von den Fahrzeugen durchfahren. Natürlich die Strecke dahingehend nicht so spannend, weil es geht nicht so wirklich hoch und runter. Ne? Logischerweise, Flugplatz ist ziemlich eben. Sollte auch, weil alles andere wäre ein bisschen Trails. Oh, hier, schöner Drift von Andreas Walter, by the Ja, aber way. ich kann jetzt schon versichern, also wir werden hier, denke ich, jede Menge Action bekommen, weil die Strecke, die lädt, auch wenn es ganz einfach aussieht, sie lädt zu so vielen Fehlern ein und ich denke, da wird's schon drunter und drüber gehen. Bevor es gleich richtig drunter und drüber geht, gucken wir uns mal die Top 10 der jeweiligen Wertung an. Wir gehen mal ganz schnell zu den Fahrern. Fast jetzt gerade vergessen in dem ganzen Gespräch. Aber machen gleich weiter. Maximilian Dehn führt die Fahrermeisterschaft nach wie vor an, obwohl er die letzten zwei Rennen auch nicht dabei war und hier, glaube ich, auch nicht dabei ist, wenn ich ihn bis jetzt zumindest nicht gesehen habe. Nein, heute durfte auch nicht dabei sein. 282 Punkte auf Platz 2, Yannick Pleiss mit 260 Punkten, Markus Krüger auf der 3 mit 257 Punkten, genau wie sein Teamkollege Loris Brock übrigens, by the way. Dann auf Platz 5 Andreas Walter, den ich mir jetzt gerade hier im Bild habe, mit 253 Punkten. Daniel Erstling auf der 6 mit 231 Punkten. Und dann haben wir Jan Schmid auf der 7 frisch nach vorne gerückt mit 225 Punkten. Matthias Weber auf der 8 mit 218 Punkten. Andreas Hering, ja, der, ja. Wehrlos quasi hier neben uns sitzt. Wenn es klappt, nächstes Rennen wieder. Ja, denn wir haben 3 Wochen Pause, sage ich mal gesagt, bis zum nächsten Rennen. Ostern liegt jetzt dazwischen. Und ja, also Andreas Hering 210 Punkte auf Platz 9 und Thomas Batzel komplettiert die Top 10 mit 206 Punkten. Das ist genau mit seinem Teamkollege, nee, der nicht Teamkollege, Carsten Hoffmann im Schwesterteam. Also, und wir scrollen nochmal ganz kurz ein bisschen schnell Durchlauf durch. Das geht nämlich gleich auch schon los ins Qualifying. Und wir gucken nochmal wenigstens auf die Top 10, wie
der Teams, by the way. Und wenn die Seite lädt, ja, jetzt hat sie geladen. Vortex Motorsports Performance Team Deuces mit 547 Punkten auf der 1. Vortex Motorsports Extreme auf der 2 mit 514 Punkten. Dann haben wir Wood Drunken Warriors mit 417 Punkten auf der 3. Vortex Motorsports auf der 4 mit 409 Punkten. Simsa eSports auf der 5 mit 405 Punkten. Das SRC Team Mintgen eSports 1 auf der 6 mit 397 Punkten. Dann Bros Racing auf der 7 mit 316 Punkten. Online Sim Racer auf der 8 mit 297 Punkten und auf der 9 Team International Racing 2 mit 259 Punkten und die Top 10 komplettiert das SRC Snake Racing Team mit 253 Punkten. Die haben im letzten Rennen ja doch ganz gut Punkte gemacht. Auch wenn es, ich glaube, im Nachhinein noch da eine Strafe tatsächlich noch für Stefan Vukovac noch gab. Ja, genau. Stefan hat noch eine Strafe kassiert, ist vom Podest dann leider runtergefallen, aber dafür ist dann eben Kai wieder aufs Podest gekommen. Aber mit dem her blieb das Podest dann trotzdem bei Snake. Ja, ja, genau. Podest wenigstens geblieben, aber natürlich Stefan Vukovac natürlich nicht so happy gewesen sein in der im ersten Moment. Wir gehen direkt ins Qualifying. Oh, da fährt direkt ein Vortex los. Ich glaube, das war dann gerade den falschen erwischt. Jetzt finde mal raus, welcher Vortex das war. Das ist immer wieder faszinierend. Hier ist Daniel Erstling auf jeden Fall auch unterwegs. Wo fährt er denn? Gerade auch nebenbei alles noch am Laden. Ich glaube, Daniel Erstling ist falsch gefahren. Ja, es ist, den Weg hier zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe nämlich selber ein bisschen getestet. Eine fährt weiter. So. Oh, da hinten fährt er raus. Und da gehen die anderen auch alle jetzt auf die Strecke. Er hat also einen anderen Ausgang aus der Boxenlose gefunden. Ja, es ist ja ziemlich eng. Wir haben nur eine Quali-Rundenzeit von ca. 1:10. Also, es ist eng genug. Okay, wir sind jetzt heute auch bloß 27 Teilnehmer, aber trotzdem, das ist eng genug, dass da alle ihren Platz haben und sie über die Strecke verteilen. Wobei, mit dem weichen Reifen sollten rein theoretisch hier 2 schnelle Runden möglich sein. Ja. Ja, gucken wir mal, ob wir das heute tatsächlich mal so sehen. Dann, wir schauen mal. Ich glaube, Yannick Pleiss ist der. Der hier als erster die Runde mit unter die Räder nehmen wird. Ich bin gerade auch am Suchen. Hier links haben wir den Boxeneingang. Ja, das dürfte Yannick sein, der vorne ist. Boah, Yannick hier schon leicht übersteuerndes Auto. Oh, muss schon ganz schön kämpfen und gleich geht's jetzt dann direkt los auf die Quali-Runde. Yannick macht Platz für Thomas, okay. Oh, okay. Dann ist Thomas Batzke ab jetzt unser Kamerafahrzeug. Wir switchen mal rüber. Thomas Batzke jetzt hier auf der schnellen Runde. Der Erste, der jetzt hier auf der schnellen Runde ist. Vielleicht tatsächlich 2 Aufwärmerunden bei Yannick Pleiss. Vielleicht dann tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass man 2 Runden fahren kann. Mhm. Vielleicht Yannick der Erste, der das hier direkt nutzt. Wir schauen mal. Immer direkt gelb. Wir haben immer mal schnell gelb angezeigt, ne? Weil die Streckenbegrenzung tatsächlich immer so liegt, dass sie auch mal leicht gern mal überfahren wird. Briefing wurde gerade noch erwähnt, auch die Cut-Punkte wurden extra erhöht. Damit das hier nicht zu einem Komplettdrama eventuell wird. So, und jetzt kommen wir hier kurz vor Start-Ziel wieder. Gleich sind wir die Schikane noch da ein paar Meter. Und Thomas Batzke kommt hier gut durch. Erste gezeitete Runde. Wir haben vorhin im Training schon 1:10er Zeiten gesehen. Und bei 1:11:03. Michael Marquardt platziert sich dahinter. Ja, Markus Krüger, da dürfte gleich noch ein gutes Stückchen schneller sein. Genauso Andreas Walter auch ziemlich schnell. Erwische, wenn ich ihn erwische. Markus Krüger, da haben wir ihn. Ja, kommt er gerade durch die letzte Schikane durch. Und guten Abend. Marcel Osterkamp, joint. Ja, guten Abend. Uns hier noch 1:11:03 von Markus Krüger. Ja, Andreas Walter, nochmal ein Stückchen schneller. Direkt dahinter. Oh, da liegt einer der Pylonen. Da direkt mal mitgenommen. Das haben wir jetzt tatsächlich einige Pylonen hier auf dem Flughafen. Die Strecke noch so, ich sag mal, so ein bisschen markieren. Auch hier oben sehen wir so auch wunderschöne
Kameraperspektive, der das Ganze hier mal so schön on the flight, also da am Flughafen einfängt. So, ja. Und deswegen schauen wir mal, war es vielleicht an Zeiten, also die 1.10.9 haben wir jetzt von Andreas Walter gesehen. Patrick Leitner da auch sehr, sehr flott. Platz 13, bisher dafür im zweiten Sektor, ist allerdings langsamer und fährt, okay. Ich sehe auch, es ist gerade die nächste Runde. Platz 7 nach vorne gefahren. Auf jeden Fall haben wir schon den ersten, für den die Quali beendet ist, nämlich für Dustin Levy. Der ist nämlich in die Wand eingeschlagen im letzten Sektor und so wie es aussieht, war der Motor direkt aus. Dustin Levy auf jeden Fall hat er gleich escaped. Mit Gasstart im Audi hier unterwegs. Wir gucken nochmal auf Andreas weiter. Frank Flipsen auch sehr, sehr schnell hier. Platz 2 für ihn. Ja, so ein bisschen Porsche-Land hier fast schon. Ja, Frank Flipsen, Carsten Hoffmann, Markus Krüger, Thomas Batzke. Dann Markus Medacek, Smeddy. Wow, stark. Und Bentley auf der 7, weil Robin Ricke jetzt gerade in diesem Moment nach vorne gefahren ist. Da hat sich, glaube ich, einer gerade gedreht, aber das war jetzt leider zu schnell. Ja, ich versuche das gerade mal ein bisschen im Blick zu behalten, wer da vielleicht abseits der Strecke unterwegs sein könnte. So, Andreas Walter auf dem Weg in die Box. Frank Flipsen, denke ich mal auch auf dem Weg zurück in die Box. Carsten Hoffmann steht in der Box. So, Michael Welle. Da ist einer der Ferraris. Es ist Daniel Erstling, der dahinter ist. Ja, Welle, der glaube ich jetzt auf seine erste fliegende Runde geht. Und Jutta Mühlbaum ist jetzt auch bei uns joint ebenso. Gejoint. Also, hallo Jutta. Das Jutta meldet sich nicht. Ist wahrscheinlich gerade noch sprachlos. So, die Nummer 12. Jesse Monrose ist das, der hier. Michael Welle folgt. Und da dicht auf den Fersen ist. Yannick Pleiss mit persönlicher Bestzeit im zweiten Sektor, kommt gerade über die Linie, geht auf die 11 vor. Da haben wir ihn. Hat er im letzten Sektor liegen lassen. Ich denke mal auch, das Thema Gewicht hier wird hier auch wieder so ein Thema sein, kann ich mir gut vorstellen. Ah ja. Lasst heute meine Männer am Leben. Groß Team International. Ja, Andreas, wir werden ein Auge drauf haben. Ja, wie gesagt, es ist eine Strecke, die einfach zu Fehlern einlädt. Du bist hier überall so knapp davor. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade auch einen Mintgen irgendwo in der Schikane gerade ausschießen sehen. Das dürfte sogar Michael Mintgen gewesen sein. Also du hast die Schilder aufgestellt, ne, die so die Kurven ankündigen mit 300, 200, 100 und so weiter. Das brauchst du hier zwingend. Wir haben hier diverse Reifenstapel und so diese ganzen Pylonen, die aufgestellt sind. Oh ja, kleiner Wandkuss da von Max Römer. Ja, die Sache ist halt die, du hast hier eben viele Kurven, da ist das Auto schon in der Lenkbewegung drin, wo du aber eigentlich erst bremst. Und dadurch haben die Autos schon so Querkräfte drin, dass wenn du da das Auto nicht perfekt abgestimmt hast, dass der eben automatisch das Heck wegzieht. Dadurch sind die Autos hier schon sehr, sehr nervös. Und dazu kommt halt noch, du kannst hier echt, wenn du es richtig triffst, ein bisschen was innen vom Gras mitnehmen. Nur besteht da natürlich wieder die Gefahr, dass das Auto außer Kontrolle verlierst. Also es ist hier wirklich komplett am Limit.
Ja, und dadurch, dass natürlich alles auch topfeben ist, es gibt sicherlich auch Kurven. Wir können ja mal ins Cockpit bei Jan Schmid springen. Ne? Wir fahren hier auf der Geraden und du musst irgendwann einfach einlenken. Ne? Also die Fahrer haben natürlich hier alle fleißig trainiert und hast hier auf dem Flugfeld hast du natürlich diverse Linien. Du hast hier unterschiedliche Betonflächen. Dass manche Sachen sind ein bisschen lackiert. An der Bremszone hier siehst du, dass die Spur so ein bisschen dunkler wird. Versuchst dann im besten Fall, sage ich mal, so ein bisschen der Reifenspur zu folgen, um halt so ein bisschen die Linie hier rauszufinden. Aber das ist schon nicht so einfach. Ne? Also speziell, wenn alles wirklich so topfeben ist, ist es auch schon in dem Sinne auch eine Herausforderung. Ja, auch ganz dicht mit dem BMW an die Wand dran. Ja, und dann, ja, wie gesagt, eben gerade in der vorletzten Kurve diese Wand und dann diese letzte Schikane. Ich glaube, das ist die schwierigste Schikane im gesamten Kalender, weil du die mit einem Speed durchfahren kannst. Also die letzte Schikane, die ist sehr schnell. Du musst fast schon, um schnell zu sein, ein bisschen was vom Gras mitnehmen. Allerdings, wie gesagt, es ist so leicht, da die Kontrolle zu verlieren. Plus eben die Reifenstapel sind auch relativ nah. Und wenn du die triffst, dann ist das Rennen natürlich eigentlich so gut wie vorbei. Ja, das ist glaube ich hart. Und man sieht die Autos, die sind unglaublich nervös da auch, ne? Also das ist Jan fährt jetzt mal komplett geradeaus. Jetzt hier mal die Und da Abkürzung. hat's ge ah, ich hab's gerade beschrieben. Und in dem Moment ist auch schon passiert für Frank Philipsen. Der war auf dem Weg zur Bestzeit und hat in der Schikane Reifenstapel getroffen und jetzt ist die Quali für ihn vorbei. Wir können natürlich mal schauen. Warte, wir hüpfen mal ganz kurz. Muss einmal hier ins Replay und dann nochmal ins Live-Bit und dann gucken wir uns das hier mal an. Ist da eigentlich soweit funktionierend? Replay von Frank Philipsen. Oh ja, da, ne, da hat es den Porsche richtig zerbröselt. Er rollt dann zum Glück noch von der Ideallinie direkt ein bisschen weg. Aber ja, das war es natürlich direkt mal für ihn. Ja, dann ist die Quali für ihn vorbei. Escape-Verbot in der Quali bedeutet, wer escaped, für ihn ist die Quali eben vorbei. Richtig, exakt. So, Live-Bild bitte, Live-Bild. Zack, wieder ins Live-Bild und hüpfen mal ja nach vorne. Ja, ich habe hier persönliche Bestzeit von Markus Krüger auf dem Schirm. Yannick Pleiss ist mittlerweile auch Dritter. Absolute Bestzeit von Markus Krüger im zweiten Sektor. Oh, auch oh, weit ins Gras kommen. Das ist, glaube ich, ein richtiger Cut. Ich denke mal, die Runde wird nichts. Ja, nee, die wird nix. Jetzt hat er wahrscheinlich vorbei, ja. Jetzt ist es natürlich schlecht für ihn, weil jetzt ist die darauffolgende Runde auch kaputt. Muss auch erstmal schauen, dass er wieder in die Box zurückkommt. Wir haben, so, warte mal, wo ist die Zeit? 3 Minuten 56 gerade auf der Uhr. Ist auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? Wie immer natürlich 15 Minuten Quali, dann ein kurzes Warm-up und schließend dann 90 Minuten Rennen. Und diese 15 Minuten Quali hier, die Runde ist natürlich nicht extrem lang. Ne? 1 Minute 10, das geht relativ schnell, aber ne, die Runde wirklich so zu erwischen, ist nicht so Es leicht. ist auch verdammt eng. Du musst bedenken, die ersten neun haben wir gerade innerhalb von 3 Zehnteln. Ja, das Das ist ist schon mal ein Abstand. sogar. Ich muss mal gucken, bis es durchläuft, beziehungsweise ich kann es hier auch im Live-Timing gucken. Wir haben die ersten 18 innerhalb einer Sekunde. Ja, und unsere beiden Team International-Fahrer hier, Max Römer, Jan Schmid, 3.000stel auseinander. Ne? Das zum Thema, wie schnell ist der eine, wie schnell ist der andere. Also. Deshalb Daniel Erstling auf die 4 nach vorne. Also wir können gerade teilweise auch nur reagieren, weil wir die Sektoren gar nicht so alle im Blick behalten können auf die Schnelle. Ich wollte gerade sagen, das geht so schnell hier teilweise. Michael Marquardt, erster Sektor, absolute Bestzeit. Wir gucken jetzt mal bei ihm, bei den Wood Drunken Warriors hier. McLaren 650. Wäre auch was anderes als ein Porsche. Ja, dein Erstling schon mit Ferrari da vorne. Ganz vorne McLaren von Andreas Walter. Mal gucken, vielleicht kommt ein weiterer McLaren dazu. Persönliche Bestzeit von Michael Marquardt. Oh, auch ganz haarscharf dran hier an die Mauer. Ja, Andreas, schrecklicher Kurs. Ja, ich denke, der ein oder andere Fahrer wird dir da komplett zustimmen. Viele Ballons, die wir hier übrigens auch so schweben haben. Schade. So, Platz 14, letzter Sektor. Der hat überhaupt nicht gepasst bei Michael Marquardt.
Wow. Und Jan Schmid nochmal auf einer schnellen Runde. Ja, der hatte einen Fehler drin. Der zweite Sektor ist komplett langsam. Ja, der ist richtig langsam. Wird leider nichts, aber Michael Marquardt nochmal. Nächster Anlauf, erster Sektor, wieder absolute Bestzeit. Ja, jetzt muss er es hinbringen. Da läuft ihm die Zeit langsam so ein bisschen davon. Alle hier allerdings, glaube ich, durchgängig mit den Softreifen unterwegs. Und jetzt harter Einschlag in die Wand. Das heißt, die Runde ist auch gelaufen für ihn. Das wird nix. Das wird leider gar nix. Teamkollege Matthias Weber so, auch gerade in die Box gekommen. Yannick ist schnell. Der hat absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Oh, der ist flott. Oh, ich habe noch das Replay-Schild hier an. So, jetzt aus. Wenn der jetzt die Schikane trifft. Aber er ist schon wieder gedriftet. Er ist schon wieder gedriftet, aber vielleicht ein bisschen verloren beim Ausgang. Dann ist die Frage, kann er es übers Ziel retten? Ja. Ja, yes, er hat es gerettet. 1:10:04. Das ist also mal ein deutlicher Sprung. Augenblick. Und oh, keine Zeitverbesserung bei Andreas Walter. Auch keine Zeitverbesserung bei Markus Krüger im ersten Sektor. Bei Erstling ist jetzt nochmal über die Linie gekommen. Er kann noch mal eine Runde fahren. Max Römer, wobei der hat einen schlechten ersten Sektor. Ja, erster Sektor nicht so gut. Die anderen beiden dafür ganz gut. Beziehungsweise der zweite auf jeden Fall. Der dritte ist jetzt der entscheidende. Platz 6 für ihn. Bleibt bei Platz 6. Yannick Pleiss auf 1. Ja. Ja. Hatten wir Blick? Hatten wir voll im Blick. Und Andreas, warum bist du nicht auf der Strecke? Noch verletzungsbedingt, vielleicht zum nächsten Rennen. Verletzungsbedingt, hört sich so an wie böser Crash. Ja, so in etwa. So grob, ja. Daniel Erstling nochmal Verbesserung unterwegs. Ja, er ist nochmal auf persönlicher Bestzeitkurs. Die Frage, bringt das noch durch? Yep. Ja, nochmal ein Platz weiter nach vorne, Platz 3 für ihn. Haben wir das auch geschafft? Ich glaube, haben wir jetzt noch Fahrer. Patrick Leitner hat noch eine persönliche Bestzeit. Da. Ah, der geht noch mal ein bisschen, vielleicht sogar nach vorne. Die Frage, wie weit? Nein, nix. Nee. Die Runde ist, glaube ich, gestrichen worden. Ah, okay. Dann war da vielleicht irgendwo doch zu weit. Wie beim Track Limit. So. Ich glaube, wir haben es soweit. Ja, es sollten alle durch sein. Ja, so. Sind noch alle durch. Und der Einzige, der noch unterwegs ist, auch wenn auch langsam, aber jetzt auch Escape gedrückt hat, wäre Andreas Walter. So, die ersten drei, Yannick Pleiss, Andreas Walter, dein Erstling ziehen wir uns jetzt mal hier hoch in den Chat, wenn wir den erstmal finden. Na, wir fangen erstmal unten an. So, jetzt geht die Suche los. Yannick Pleiss haben wir. Wir haben dein Erstling. Jutta. Hallo. Lass dir ruhig ein bisschen Zeit, Andreas muss noch mal kurz wohin. Gut, wir haben ja den Pohlmann zuerst. So. Aber schon mal danke für die Info. Durch erstmal, jetzt haben wir alle drei erstmal. Ich gehe noch mal, ich standesgemäß sollten wir vielleicht mal auf das Fahrzeug jeweils switchen. Das wäre vielleicht noch mal ganz gut. So. Mal hier schön im Blick. Sag erstmal herzlichen Glückwunsch an die ersten drei und natürlich besonders Glückwunsch, ja, fast auf den letzten Metern kann man sagen, an Yannick Pleiss. Yannick, die Pole jetzt hier für dich. Ja, war eine ganz gute Runde. Ich hatte ein bisschen Verkehr mit einem BMW in dieser Doppelrechtskurve gegen Ende. Es hat ein bisschen, war nicht viel gekostet, aber ein bisschen gekostet. Ich habe es am Anfang nicht zusammenbekommen, deswegen so spät. Ich wusste, dass viel im Auto steckt, auch mit den 50 Kilo letztendlich. Ja, dafür, dass ich bis gestern nicht wusste, dass wir heute fahren. War ein bisschen überrascht, als Lobos mir das erzählt hat. Das ging mir vor einer Woche so.
Nee, war eine ganz gute Session. Ich hatte heute mit Markus ein bisschen trainiert und da habe ich schon gemerkt, okay, nachdem man die Strecke drin hatte, das hat ein bisschen gedauert, mehr länger als üblich bei mir, wusste ich, dass es auf jeden Fall ganz gut nach vorne gehen kann. Ich bin gespannt, wie das im Rennen wird mit den Reifen. Das Porsche und Kilo sind da ja nicht die größten Freunde. Generell in Okayama hat man das ja schon gesehen. Da haben wir, ja, hätten wir die Reifen auch einfach anzünden können, wäre der gleiche Effekt gewesen. Mal schauen. Ja, du bist natürlich jetzt auch meisterschaftsbedingt mit so ein paar Kilos unterwegs. Wirkt sich das hier sehr, sehr stark aus? Mal trotzdem sehr, sehr weit vorne jetzt im Quali. Ich glaube, dadurch, dass Markus, Andi, ich, dass wir alle mit den Kilos trotzdem so weit vorne sind, kann man eigentlich relativ sagen, dass es sich jetzt auf der Strecke nicht so extrem zeigt, weil hier auch wenig langgezogene Kurven sind. Das, was ja in Okayama halt sehr, sehr viel war, da vor allem im letzten Sektor. Ich weiß nur nicht, wie sich das auf den Reifenverschleiß auswirkt. Da habe ich leider keine Longruns mehr reinbekommen heute Mittag. Das wird die Ja. große Frage sein. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Hast natürlich grundsätzlich auf den vorderen Plätzen noch einiges an, ja, quasi Teamkollegen oder auch Schwester-Teamkollegen, sage ich mal, mit dabei. Von daher schauen wir mal. Und natürlich nochmal Glückwunsch zu Platz 1 und gleich natürlich alles Dankeschön. Gute für den Start. Danke, danke. Und wir gehen weiter zu Platz 2, Andreas Walter. Ich hoffe, er hat es geschafft und ist jetzt rechtzeitig wieder da. Yes. Da ist Ja, er. doch, doch, ja klar. Perfekt, super. Ja, Glückwunsch zu Platz 2. Die ganze Zeit eigentlich auf der 1 gewesen, dann bis kurz vor Schluss noch, ja, auf den letzten Minuten noch der Pole entrissen worden. Aber der McLaren scheint ja auch ganz gut zu gehen. Ja, Glückwunsch an die anderen beiden erstmal. Ja, eine komplett perfekte Runde habe ich nicht hingekriegt, aber ich wäre trotzdem nicht den Yannick rangekommen. Das war dann doch ein bisschen zu schnell für mich. Und ja, mal schauen, was im Rennen passiert. Gucken mal, was die Taktik sagt, wer mit den Reifen am besten zurechtkommt. Ja, Auto geht gut. Wäre Regen denn noch Option? Nein. Nein! Klares Nein. Der Ich habe Weather in ja Cleveland gerade, ist fein. ich hab ja getestet im Regen ein bisschen. Es geht, ja, aber schöner ist, glaube ich, für die ganze Veranstaltung, wenn es trocken bleibt. Ja, wir lieben auf jeden Fall auch den blauen Himmel, den wir hier sehen. Keine grau verhangenden Wolken, Decke, irgendwas, was hier sonst sein könnte. Aber nee, super, von daher, ja, Glückwunsch nochmal zu Platz 2 und euch auch gleich alles Gute fürs Rennen. Und Danke, wir wünsche ich immer hüpfen Ihnen auch. gleich weiter zu Platz 3 in der Qualifikation. Daniel Ersting, Daniel, ja, ganz vorne hier mit dabei und mit dem Ferrari, oder den Ferrari jetzt in den Abschlussminuten des Qualifyings sehr weit nach vorne jetzt hier geprügelt, regelrecht. Ja, erzähl mal von deinem Quali. Ja, so auf eine Runde geht's scheinbar. So halbwegs. Nee, also erstmal Glückwunsch an Yannick und Andy. Das war natürlich mega Leistung mit den Kilos. Ich habe ja ein bisschen weniger und tue mich da eigentlich ein bisschen leichter, das sollte mich ein bisschen leichter tun. Aber ich glaube, der Porsche und der McLaren, die sind hier schon sehr starke Autos auch grundsätzlich. Aber ja, also als ich dann gesehen hatte, okay, die beste Zeit, bevor Yannick dann eben nochmal den Prügel rausgeholt hat, war so bei, was war das, 12,8? 11,8? Nee, 10,8? 10,8 Den war es, acht, glaube ich. ja. Genau, dachte ich so, ui, da könnte noch was gehen, weil ich wusste, dass ich unter 11 fahren kann. Ja, und dann habe ich es am Schluss eigentlich ziemlich beieinander bekommen. Also habe ein bisschen im letzten Sektor noch verloren. Da hätte vielleicht noch P2 gehen können, wenn alles ideal gewesen wäre. Aber also über den Erwartungen, also insofern vollkommen zufrieden. Ja, wir haben es ein bisschen, wir haben es ein bisschen so während des Qualifyings ein bisschen beobachtet. Andi hat auch ein bisschen was dazu gesagt. Speziell auch die letzte Schikane. Wie schwierig ist da wirklich das Auto entsprechend zu platzieren? Ja, es ist zum Glück sind die Cut-Detections etwas ja, angepasst worden. Ansonsten tut man sich da schon schwer, da die richtige Linie zu finden. Es ist grundsätzlich überhaupt schon beim Bremsen eigentlich entscheidet sich schon, wie die Linie dann durch die Kurve oder durch die Schikane ist. Und dann, ja, also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Man kann da nicht einfach nur blind durchdübeln. Zumindest mit dem Ferrari nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem anderen Autos ist. Aber da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, wird schon gehen. Ja, das auf jeden Fall auch natürlich danke dir und dann auch dir gleich alles Gute für den Rennstart und für das Rennen. Und ja, das waren die ersten drei der Qualifikation und ja, wir
lehnen uns mal ganz kurz ein paar Minuten zurück und sind dann gleich zum Rennstart live auch mit dem Ton und den Kommentatoren wieder dabei. Bis gleich. So, und wir sind zurück hier an der Strecke und es geht direkt los ins Rennen. So, Autokontrol bitte noch aus und wir switchen nach vorne und holen uns mal, oh, schnell machen, die Starting Order.
Und geh mal schnell die Startaufstellung durch. Yannick Pleiss auf der 1, Andreas Weiter auf der 2, Dan Ersting auf der 3 und Markus Krüger auf Platz 4. Dann geht es weiter mit den nächsten zwei Reihen. Frank Flipsen auf der 5, Max Römer auf der 6, Jan Schmid auf der 7, Patrick Leitner dann auf Platz 8. Dann haben wir Thomas Batzke auf der 9, Carsten Hoffmann auf der 10, Robin Ricke auf der 11, Matthias Weber auf Platz 12. Dann 13. Michael Welle, Michael Mintke, Teamkollege direkt dahinter auf der 14, Michael Marquardt auf der 15, Stefan Vukovac auf Platz 16. Auf der 17 Stefan Bäumer, Jesse Monrose auf der 18, 19. Markus Medacek, Dustin Leviat Gaststart auf der 20. Luis Schütze auf der 21, Lothar Karling auf der 22, dann Alex Gedecke auf der 23, Stefan Dänecke auf der 24. Und die letzten drei noch. Marcel Lesen auf der 25, Loris Brock auf der 26 und Joris Schöpfert auf der 27. Okay, irgendjemand fehlt. Weil Los Brock, ja stimmt, eigentlich waren wir 27. Ja, weil Los Brock auf jeden Fall in der Box, so viel kann ich schon mal sagen. Ich kann das gerade auch nicht sagen, wer fehlt. Ich muss mich einmal ganz schnell ins Timing hier zurück switchen, dass wir unser Timing soweit haben. Irgendwer hat den Wechsel ins Rennen zumindest nicht überstanden. Carsten Hoffmann ist dabei, Thomas Batzke ist dabei, Robin Ricke, Paddy, Dustin Levy, Lutz Schütze, Lutz Keiling, Marcel Hesen, Joris Shepard ist auch einig. Schwierig. Wenn ich den Namen höre, dann sage ich, ach ja, auf jeden Fall, aber jetzt im Moment könnte ich natürlich auch so nicht genau sagen. Fällt hier gut auseinandergezogen. Auch interessant, dass das die Pole hier aus Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite ist. Das heißt, Yannick hat die Innenseite für die erste Kurve. Ja, oh, da haben sich die Wolken mal aktiviert. Wieder aber, deaktiviert. Aber Regen ist heute keine Ansicht. Ich habe gerade vorhin extra nochmal geschaut. Vielen Dank, Iceman. Vielen, vielen Dank. Hören wir gerne. So, und wir schauen mal, hoffen mal, dass wir natürlich jetzt hier auch wieder es möglichst sehr gut hinkriegen. Wir warten jetzt auf die Zeit, die gleich runterzählen müsste. Der Hubschrauber übers Bild. So, jetzt zählt die Zeit runter und wir warten auf die grüne Startampel. Und dann geht es nämlich gleich los. Los, Start ist freigegeben. Sehr guter Start da von Andreas Walter ist das. Der kommt hier mit am besten in die erste Kurve eigentlich rein. Und da hinten ist Joris Shepard. Aber doch tatsächlich am besten hat es Yannick Pleiss gemacht. Oh, gab's da hat's geknallt. Da hat's geknallt. Ah, ich glaube, da ist ein Mintgen. Oh, da ist Maddie noch mit dabei. Oh, da hat's noch mehr geknallt. Also wieder ordentlich Action mit drin. Welle, Vukovac, Medi, ich glaube Lothar Keiling ist da auch mit drin. Oh, also gibt gleich wieder einiges aufzuarbeiten. Oh je, ich sehe schon wieder, wir werden wieder ordentlich zu tun haben. Aber die ersten Meter macht hier mal definitiv Yannick alles richtig mit dem Porsche dahinter. Patrick Leitner übrigens sensationell nach vorne gefahren. Die erste Runde jetzt gleich beendet. Yannick schafft das erste Mal in Schikane auch ganz gut. Patrick Leitner dahinter, dicht gefolgt von Markus Krüger und Andreas Walter, der einfach ein bisschen verloren hat. Auch Daniel Erstling, der hat ein bisschen verloren, auf Platz 5 abgerutscht. Okay, für Lothar Keiling ist das Rennen zu Ende. Stefan Dänecke hat auch einen Fehler. So, wir hüpfen jetzt mal ins Replay. Ich gucke mal, ob wir das irgendwie einfangen können. Und da gab es die Berührung zwischen Michael Welle und Michael Marquardt.
die das Ganze quasi so ein bisschen ausgelöst hat. So, jetzt nochmal bitte etwas geordneter hier. Ah ja, da gab es vorne die Berührung zwischen einem Vortex Porsche und einem der Team International BMWs. Und jetzt hier Michael Welle, der zieht da ein bisschen rüber. Stefan Vukovac wird involviert, fliegt da auch ab. Aber dann hat es auch noch weiter geknallt. Ja, das war dann noch eine extra Situation mit Lothar. So, ich gucke nochmal. Das ist auch Stefan Vukovac. Das ist die gleiche Situation. Das alles innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, da war auch Smeddy leicht mit angedotzt worden. Ja, ich glaube, Smeddy war zweimal unbeteiligt in der Kollision verwickelt, weil danach ist nochmal jemand in den Rhein geflogen. Der Smeddy hat aber auch mal ein Pech, ey. Ja. So, hier die erste Situation mit Smeddy. Sorry dafür, das ist es momentan häufig dieselbe Szene und wir müssen das mal aus dieser Sicht hier ein bisschen aufdröseln, aber hier können wir es tatsächlich am besten sehen. So, hier ist Smeddy. Ja, oh! Ja, da wird er nochmal von einem International BMW richtig abgerollt und hat glaube ich, sogar einen Reifen verloren. Ich glaube, das war das Rad von Lothar. Ah, okay. Warte, wir. Also auf jeden Fall war da noch eine extra Situation zwischen Lothar Keiling und Marcel Hesen. So, wir gucken mal, was mit Lothar Keiling hier genau los war. Da rechts ist Marcel Hesen. Ja, die berühren sich. Und... Aha. Ja, der BMW verliert da das Hinterrad. Das war das Rad, was da so rumfliegt. Also gleich wieder ordentlich Kleinholz hier beim Start. Stefan Dänecke, der auch in Problemen. Eventuell. Ja, da war definitiv auch neben der Strecke. Wir gucken mal. Ach, da musste ein bisschen Dustin Levy ausweichen und hat sich da gedreht. Ja. Und. Da ging es für ihn. Und Boxenstopp direkt für Markus Metacek. Wir kommen gleich zum Live-Geschehen. Ja, so. Stefan Vukovac mittlerweile auch draußen, hat aufgegeben. Smeddy und Michael Welle waren in der Box. So, da haben wir Marcel Hesen einmal. Da schnappt er sich einen der Porsche oder wollte sich einen der Porsche schnappen. Uff. Und erwischt dann noch Jo Shepard. Oh, und da erwischt er auch nochmal Stefan Dänecke. Ah, das war der zweite Vorfall direkt dahinter. So. Stefan Vukovac stellt das Auto in der Box, steht hier in der Box und stellt das Auto dann entsprechend ab. Also das Rennen da vorbei. Fährt hier noch los, aber drückt dann Escape. Und wir gehen erstmal wieder ins Live-Bild zurück. Endlich mal wieder was live haben. Ja, das ist ein munteres Treiben da. Also Yannick zieht vorne weg, aber dahinter Patrick Leitner sind eigentlich alle relativ eng beisammen. Verlierer des Starts war auf jeden Fall Daniel Erstling, der ist bis auf die 7 zurückgefallen. Wer auch einen guten Sprung nach vorne gemacht hat, Robin Ricke, ne? Robin Ricke auf die 6 nach vorne. Ja, mal, warte, wir können es mal Spaß aber einblenden. Positions gained lost. Also, Robin Ricke 5 Positionen nach vorne. Patrick Leitner 6 Positionen nach vorne. Also, er hat einen richtig ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Bis auf die 2. Aber momentan sammelt sich hinter ihm so ein bisschen. Hey, irgendeiner muss ja der Bremsklotz sein, oder? Ja, Patrick versucht ja irgendwie wegzukommen. Er hat einen sagenhaften Start. Vielleicht erwischen wir das vorne nochmal. Vielleicht kriege ich das nochmal irgendwie eingefangen. Man muss mal ja die Positions gained haben. So, wir hüpfen nochmal ganz kurz rein hier beim Start nämlich. So, nochmal die Follow-Cam hier. Der Start geht jetzt los. Patrick Leitner kommt gut weg. Vinz kommt hier direkt sehr gut durch. Anfahrt auf die erste Kurve. Geht da schön weit. Yannick sticht hier in rein. Leicht Berührung da mit einem. Boah, da gab es noch einen Vortex, der auch noch quer stand. Auch noch leicht angeschoben. So, hier lässt der Andreas Walter erstmal stehen. Da auf der anderen Seite Markus Krüger. Und geht hier auf der Innenseite dann erstmal.
Nämlich hinter Yannick dann auf Platz 2 und wir gehen wieder ins Live-Bild. Ich glaube, ja, wir haben den ersten mit der Cut-Strafe, Durchfahrtsstrafe für Max Römer. Auf P8 liegend. Max Römer, Penalty, ja, da sehe ich's. Ja, ja, das ist aber schon sehr früh. Ja, ja, der hat in der ersten Schikane, war er zu weit innen am Ausgang. Aber, wenn man bedenkt, bei 15 Punkten, die zur Verfügung standen. Das ist schon krass. Das ist echt heftig. Weiß ich nicht, wie vergabefreudig der R-Faktor mit den Punkten ist, aber die 15 direkt so schnell voll zu machen. Und Jan Schmidt ist der Nächste. Oh. Bin auch direkt Penalty. Ja, der hat die letzte Schikane abgekürzt. Oha. Also, ja, ich weiß es aus Erfahrung, die letzte Schikane, da kriegst du ziemlich schnell das rote Signal. Kann natürlich sein, dass man da vielleicht sogar die Punkte direkt voll macht. Ja, na, hier haben wir es bei Max Römer speziell gerade mal gesehen. Wir hüpfen nochmal ganz kurz rein, also aus der anderen Sicht. Sie geht rechts hier in die Kurve, da sieht noch alles gut aus, weil jetzt links geht da direkt am Reifenstapel da vorbei und da sind alle Räder ja sehr deutlich von der Strecke runter. Wenn du mal auf hier, Jan Schmidt gehst, genau da Jan sieht man es am deutlichsten. Da, okay. Wenn er eingelenkt hätte, er hätte vielleicht langsamer machen müssen. Weiß ich, ob das noch was geholfen hätte. Bringt an der Stelle tatsächlich nichts mehr. Da kannst du es so langsam machen, wie du willst. Da musst du einfach stehen bleiben, damit du da irgendwie die Cut-Strafe verhindern kannst. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht die Punkte hätte vermindern können, die er da bekommt. Das Problem bei Jan war definitiv, mal hätte er versucht, die Kurve zu kriegen, wäre wahrscheinlich ausgefallen, weil er weil der Motorblock einmal irgendwo zum Nordpol geflogen wäre, so gefühlt. Ja. Ging das. Oh, sogar Stop and Go? Nee, oder macht er hier direkt einen Boxenstopp? Wäre tatsächlich sehr früh. Wir hüpfen erstmal oder, wieder. Oder hat er sich jetzt da irritieren lassen, von wegen, er dachte, er hat eine Stop and Go, dabei ist ein Try-Through? Ja, gute Frage. Ah, ist Maddy wieder mit dem Dreher aus der letzten Schikane raus. So, wir gucken nochmal hier, Smelly, haben wir es nicht gerade auch quasi noch hier in den Events hier gerade live stehen gehabt. Auch beim Umsetzen des Autos geht das Heck weg. Sicherlich auch eine Folge des Unfalls, beziehungsweise hat eigentlich auch reparieren lassen. Zurück ins Live-Bild. Ja, Smelly, du sagst es. Direkt hintereinander aber auch. Beide Piloten, Max Römer, Jan Schmidt, direkt da mit der Penalty. Ist auch bitter. Ja. Dann ein anderer Weg, quasi gute Punkte zu eliminieren, den wir so nicht vorhersehen konnten. Bei Smitty geht gar nichts zusammen, der ist wieder am Off. Du. Ja, Off-Track. Stefan Bäumer ebenfalls Off-Track. So, 31 Sekunden Standzeit bei Jan Schmidt. 60 von Boxeneingang bis Boxenausgang. Markus Krüger auch mit leicht nervösem Heck hier beim Porsche. Kamera gerade umgeschwenkt. Das war das Überholmanöver, das wir ja direkt mal gesehen haben. Markus Krüger gegen Patrick Leitner. Safety Car. Ja, hab mir's gerade nochmal angeguckt. Und Patrick hat gerade die Einfahrt in die Vorletzte oder in den ersten Rechtsknick verpasst. Und dadurch war die Lücke offen für Markus. So, Jan Schmidt ist gerade nochmal durch die Box durchgefahren. Ja, dann war das jetzt, denke ich mal, dann seine Drive-Thru, die er da hatte. Ja. Diesmal sind 26 Sekunden insgesamt. Er ist jetzt natürlich mitten im Feld. Wird sich jetzt Daniel Erstling ärgern. Also direkt davor rausgekommen. Ja, der struggelt auch so ein bisschen, auch direkt ein bisschen ins Gras gekommen und versucht natürlich jetzt hier vorne zu bleiben, logischerweise. Jan will natürlich wieder
durchs Feld flügen, will natürlich nach vorne. Jetzt sind wir, glaube ich, auch auf dem richtigen Fahrzeug. Ist gerade echt interessant, das Feld durch zu beobachten. Die schnellsten jetzt in der letzten Runde waren Frank Flipsen, Carsten Hoffmann und Thomas Batzke. Also 7, 8 und 9, alle davor langsamer. Also es geht gerade auch komplett unterschiedlich durchs Feld hier durch. Safety Car, melde mich freiwillig dafür, ja. Ja. Boah, hier haben wir mal die Kampfgruppe Vortex plus Michael Marquardt dahinter, plus Matthias Weber auch noch dahinter. Ich mag die Strecke super. Also es passiert zumindest jede Menge. Es wird gerade nicht langweilig hier und viele enge Duelle. Ja, Marquardt nimmt uns mal auf ein paar Meter live aus dem Cockpit hier mit. Ja, man sieht es hier bei Michi Marquardt ganz gut. Man kann das Gras innen nutzen, um ein bisschen einzuhaken. Muss natürlich aufpassen, dass man das dann nicht zu stark macht, weil dann fängt das Auto an zu schlingern. Aber so ein bisschen kann man es nutzen, das sieht man bei ihm ganz gut. Oh, da hinten knallt's. Ich glaube. Wer war's? Da ist denn Levi, war glaube ich mit dabei. Levi war da irgendwie, glaube ich, der ist bei mir gerade abgefallen. Da war die 23, das war glaube ich ein Vortex. War das Loris Brock? Ja. Ja, das war Loris, der da in der Wand war. Oh, Moment. Wir jumpen mal ins Replay mit Dustin Levy. Boah, der kommt hier aufs Gras. Auto kommt ein bisschen quer und. Was ist dann Loris Brock dahinter? Ja, das war, da war dahinter. Ah, da. Der ist in die Wand abgebogen. Ja, es war ein harter Einschlag. Lenkrad scheint aber noch. Scheint noch gerade. Oh, ganz enge Geschichte hier mit 22. Hier im Mintgen. Das Smeddy wird mit dem Dreher. Bei dem läuft wirklich gar nichts zusammen. Ja, Smeddy. Da ist vielleicht irgendwas dann doch nicht richtig repariert worden. Ja, irgendwas scheint da zumindest krumm zu sein. Das ist, so kennen wir es eigentlich nicht bei ihm. Aber wir gehen erstmal wieder ins Live-Bild. Oh, heiß, leider hier. Heißer, ja, Burnout fast schon mit den Hinterreifen von Loris Brock. Er lässt die Reifen hier qualmen. Ja, speziell in den letzten Schikanen ein bisschen aufpassen. Oh, kommt auch schon wieder quer. Auch interessant. Da wird, glaube ich, gerade der Herr Walter ein bisschen fluchen, weil da war ich gerade schon fast dran am Patrick Leitner und dann hat sich der Jan Schmidt wieder vorbeigedrückt, der sich gerade zurückrundet. So, da haben wir ihn im Bild. Ja, jetzt ist die Lücke wieder groß. Gerade vorhin war es ziemlich eng, aber wie gesagt, Jan Schmidt, der kämpft sich da gerade wieder zurück. Dustin Levy war wieder im Abseits. Ja, hier versucht Jan Schmid vorbeizukommen an Patrick Leitner, der ja, lässt ihn aber erstmal nicht. Jan Schmid, der jetzt vielleicht. Was ist da passiert? Robin Ricke fällt zurück. Da ist gerade alles komplett eng, lauter Vortex um Robin Ricke rum. Vortex und Wood. Boah, quasi Begleitung. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen so wie die Fahrt des Präsidenten hier so ein bisschen. So sieht es jetzt zumindest gerade aus. Mal, kriegen wir es mal eingefangen. Ah, ich hoffe, das geht alles gut. Oh, enge Geschichte hier. Ah, quasi das alte Team. Um sich. Oh, da ist. Ja, es sind zwei im Gras. Ich glaube, Carsten fährt da gerade im Gras ein bisschen rum. Fällt zurück. Ja, ist hinter Matthias Weber zurückgefallen.
Hüpfen gleich nochmal ins Replay, um zu sehen, ob man da irgendwas sieht. Aber ah, ich meine, da ist irgendwas in der Schikane passiert. So. Oh ja, oh, oh. Eine Runde zurück, die Schikane. Ja. Oh, also da gab es die Berührung mit der 95, das dürfte wahrscheinlich Carsten Hoffmann sein. Das ist Frank Flipsen. Frank Flipsen, ups. Aber 69, 99, alle drumherum. Das ist aber das war auch ein sehr, sehr mutiges Manöver, möchte ich sagen. Also da in die letzte Schikane jemanden versuchen auszubremsen. Wow. Das ist echt mutig. Boah. Wie er da angeschossen kam. Loris Brock ist raus. So, hier haben wir Frank Flips nochmal das Manöver einmal. Na. Oh, wie er da reinsticht, oh, das ist schon. Ja, also das schien mehr ein Ausweichen zu sein als tatsächlich ein gewolltes Behobmanöver, weil ja. Er zuckte so spontan hinterher, dass nämlich auch der Porsche richtig ins Ungleichgewicht geriet, da so ein bisschen. Und wir hüpfen mal weiter. Loris Brock, nächstes Replay. Upsi, das ist natürlich ein Replay, logischerweise. Loris Brock, dahinter Luis Schütze. Und dann glaube ich Michael Welle und. Oh. Das war aber später, das war eine letzte Schikane. Oh. Dann war ich noch ein bisschen später, aber hier Loris natürlich am Kämpfen. Die Hinterreifen, alles andere als wirklich gut hier gerade. Ja, so. Wenn du die Reifen einmal hier am Kochen hast, dann ist es schwer, die wieder einzufangen. Dann musst du eigentlich echt mal 3-4 Kurven hintereinander ruhig fahren. So, dann müssen wir es gleich eigentlich kriegen. Gucken, okay, jetzt die Schikane bestimmt wieder irgendwas gewesen. Oh ja, da parkt ihn ein bei den Reifen. Da knutscht den Reifenstapel und dann ist natürlich. Hier sehen wir es. Der Motor auch aus. Ja, die Kurve zu eng genommen. Ah, ein Millimeter gefühlt. Und das war's. Zurück ins Live-Bild. Andreas Leit. Dustin Levy hat das Rennen auch mittlerweile aufgegeben. Er hatte auch nochmal einen Dreher und hat das Auto dann abgestellt. Er hat auch nur einen Gaststart gemacht, und er, ja, so gesehen nicht ganz so schlimm, aber für ihn natürlich sicherlich nicht das, was er sich als Gaststart erhofft hat. So, Daniel Erstling gegen Andreas Walter. Innen, oder eher gesagt außen. Innen an der Boxenwand, der Boxenmauerwand da lang. Und zieht aber noch zurück in der Schikane. Michael Marquardt gegen Carsten Hoffmann. Die fahren gerade nebeneinander auf die erste Schikane zu. Da. Oh, da gab es einen Kontakt. Berührung. Und da Carsten Hoffmann auch. War gut abgefangen, aber doch wieder noch Meter verloren, Zeit verloren und eine Position auch nochmal verloren gegen Jesse Monrose. Ausfall von Marcel Hesen. Und wir müssen mal ganz kurz schauen, ob wir das auch nochmal aufgedröselt kriegen. So, er ist irgendwo in der Butnik. Gut, wenn ihr die Strecke kennt, ist nicht schlecht, aber besser wurde er. Ja, das ist das, wo ich auch schon die ganze Zeit gedacht habe, wenn du da jetzt irgendwo mal komplett in die Binsen fliegst, da wieder einen Weg zurückzufinden. Ja, dann ist das Problem, dass R-Faktor dir an einem bestimmten Punkt immer sagt, von wegen Wrong Direction. Ah, wir haben, Smedy hat es vorhin mal ausprobiert, wenn man die erste Schikane zum Beispiel auslässt und einfach geradeaus weiterfährt, dann wird die Runde tatsächlich komplett nicht gewertet, dann fährst du quasi eine Runde umsonst. Ah. Okay, er ist dann quasi in die Box gefahren und hat dann letztendlich das Auto abgestellt. Deswegen ab ins Live-Bild. Andreas Walter gegen Daniel Erstling geht hier weiter. Joris Scheppert da vorne, der paar Platz macht. Und die beiden hier problemlos überrunden können.
Oh, Rummenricke. Der steht, auch, der fährt wieder an. Hat sich in der zweiten Schikane gedreht. Warte mal, Robin, da. Und. Auf 20 zurückgefallen. Ja. Ich glaube, der war schon vorher irgendwie zurückgefallen. Ich guck mal ganz kurz, der hatte so seine Probleme hier gerade. Moment. Ich bin, glaube ich, schon bei 23 Minuten. Wir hüpfen mal zurück. Das nehmen wir mal raus. Robin Rick, da war er hinter den Vortex-Jungs. Und auch einmal komplett durch die Wiese. Soll ich auch den Weg hier finden? So, wir gucken. Ah, das war der Vorfall eben nochmal, okay. Ja, das ist genau das, quasi auf der Bremse schon einlenken. Oh, da fehlt jemand. Ist ein Rad weg? Wer? Du. Oh, da hat's geknallt. Ich weiß gerade nur nicht bei wem. Ich habe gerade ein Rad gesehen. Da geht's gerade um Andi Walter. Ganz wild zur Sache. Ich glaube, Patrick Leitner ist raus. So, wir hüpfen mal zurück aufgrund der aktuellen Thematik. Patrick Leitner fehlt ein Rad. Fehlt in die Box. So, und Patrick Leitner hier in der Wiederholung. Auch hier mal quasi aus der Ferne so in der Verfolgerperspektive mal drauf gezoomt. Da noch nicht. Das sieht aber schon ziemlich heftig aus. Oh, Smitty wieder unabsichtlich hier getroffen worden. Alter Schwede, das war doch schon eine heftige Nummer. Ja, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass jemand an der Wand hängen geblieben ist. Ich meine, in der Quali habe ich es vorhin schon mal beobachtet, oder im Training war es, dass das, dass mal ein Auto da so in die Wand geprallt ist, dass es sich dann zur Seite überschlagen hat, aber so. Verliert er sein linkes Vorderrad. Schabt damit so ein bisschen über den Boden und muss natürlich jetzt den Moment abpassen. Da hinten auch noch einen McLaren ziemlich langsam, einen Mintgen McLaren. Aber das war dann, glaube ich, nicht Andi Walter. Nein, der ist weiter vorne. Und Patrick Leitner hat das Rennen auch aufgegeben. Abgerissenes Rad ist dann doch nicht ganz so förderlich. So, wir switchen mal wieder nach vorne ins Live-Bild. Puh, also das Rennen natürlich wieder sehr, sehr ereignisreich hier. Und es bleibt definitiv mal nicht langweilig. Der nächste, der das Rennen aufgegeben hat. Menschen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausfälle. Ja, ich habe es vorhin gesagt, die Strecke, die neigt dazu, dass man eben Fehler produziert. Jetzt greift Daniel Erstling an die Walter an. Bisschen anlehnen. Das ist noch okay. Beide hier wie wild tatsächlich am Rudern. Und Matthias Weber auch. Da knallt. Ach, ich hab doch gedacht, der Abstand zwischen den beiden ist ziemlich groß, wenn sich da die Linien kreuzen. Und genau in dem Moment ist auch passiert. Da fliegen sie ab und weiter geht's. Können ihre Fahrt fortsetzen, aber natürlich auch nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Ereignisreich, ereignisreich. Es wird einfach nicht langweilig. Das ist an sich schön zu sehen, aber natürlich, wir haben viele Sachen dabei. Puh, viel Chaos tatsächlich. Viel Chaos. Ja. Und wir gehen mal nochmal ins Replay von den beiden und schauen uns das Ganze nochmal an. Hier so ein bisschen die Vorbereitung der Szene und hier Andi Walter, der da quasi reinzieht nach innen und ja, dann ihn da doch ziemlich trifft hier. Guck mal aus der Onboard von Andi Walter, also da sieht man dann doch ziemlich gut, dass Andi Walter die Linie verpasst, dass er neben der Ideallinie ist. Der schiebt nach außen und dann treffen sich halt die Linien. So, wir joinen mal hier in die Onboard-Cam richtig. Er sieht, so aus der Perspektive sehen wir links nichts, ne? Sehen wir gar nichts. Das muss man sich mal vor Augen halten. Natürlich, der Spotter wird ihm sagen, car left, car left.
Wie und wo genau ist natürlich ein bisschen schwierig. Und wir gucken nochmal aus Daniel Erstlings Perspektive. Der wird ihn, ja, auch da, so einem Spotter dahingehend auch vertrauen müssen. Sieht sich jetzt hier vorne, will einbiegen und wird dann quasi beim Einlenken hier getroffen. Also aus der Onboard haben sich tatsächlich gegenseitig so nicht gesehen. Und hier haben die beiden schon echt dicht nebeneinander. Ja, und das ist halt, das ist halt das Problem von dieser breiten Strecke. Du hast da so viel Platz und Andi Walter, der war ziemlich weit innen, also da war zwischen den beiden so viel Platz, dass sich die Linien an einem bestimmten Punkt einfach fast schon kreuzen müssen. Weil ich sag, man sieht es eigentlich auch ganz gut an der DDA-Linie. Ich glaube, der Andi Walter, der hat sich da einfach auch von der Geschwindigkeit her vertan. Und man sieht es auf der Bremse, der hätte den Scheitelpunkt auch gar nicht gekriegt. Ja. So, das ist ja zurück erstmal ins Live-Bild. Ja, Andi Walter war zwischenzeitlich in der Box, hat sie frische Reifen geholt. Die 15 jetzt zurückgefallen. Daniel Erstling genauso, denke ich mal, war auch in der Box. Yep, dürfte in der Box gewesen sein. Denke ich zumindest, auch wenn ich hier zumindest... Bin ich hier nicht angezeigt, auf jeden Fall. Mal ganz kurz nochmal schauen, nach noch eine weitere Szene. Ich glaube, wir waren nochmal im Gras. Nee, das war die Szene. Nee, das war noch die Szene. Okay. Ich guck gerade mal nach. Aber vielleicht die Runde danach war. Das Strange wird zumindest hier. Oder aber, was ich gerade auch vermute, ich hatte das ja vorhin beschrieben mit dem, dass die Runde nicht gezählt wird. Dass die Runde vielleicht nicht gezählt wurde. Ist jetzt so eine Vermutung, weil ich finde jetzt auch nichts. Nee, ich finde tatsächlich mir auch hier überhaupt nichts dazu. Interessanterweise gehen wir jetzt mal wieder ins Live-Bild. Ja, da liegt die Vermutung nahe, dass da aufgrund des Unfalls irgendwie der Faktor zumindest da dann gesagt hat, nö, akzeptiere ich nicht als Runde. Damit jetzt auf der 1 Yannick Pleiss, der jetzt überholt. Okay. Überrundet, ja. War dann die 92 und da ist auch Robin Ricke wieder mit dabei. Für Vortex natürlich momentan ein Mega-Ergebnis. Die ersten Absolut. Vier Plätze. Dahinter die beiden Wood. Also sowas von, ne? Also das ist absoluter Wahnsinn jetzt gerade. Ja, gesehen. Auch ganz toll. Was ist da los? Also? Michael Mintgen auf 9. Naja, mal abwarten. Michael Mintgen fährt das Rennen seines Lebens hier gerade. Ja, das haben wir letztens auch schon mal gesagt, vor 3 Wochen. Aber bisher ist er ganz gut dabei. Ja, aber man muss bedenken, wir haben erst eine halbe Stunde hinter uns und es ist schon so viel im Rennen passiert. Ich, das, war ja, gefühlt... das ist Wahnsinn, oder? Das ist gefühlt... echt Wahnsinn. Ja, also gefühlt bin ich echt 10 Minuten vor Schluss hier gerade, wenn ich ehrlich bin. Also das ist schon echt Wahnsinn. So, ich habe eigentlich jetzt gerade umgeschaltet. Oh, Thomas Matthias Batzke. Weber, ja. Thomas Batzke mit dem Fehler. Problem gehabt. Und da kommen auch, wer ist denn das, der Ferrari da? Ist das Jesse Monrose? Das ist Jesse Monrose, ja. Der wird auch eingreifen. Ah, hoffentlich geht das jetzt gut in die Schikane rein. Oh, das wird eng, Jungs. Das wird eng. Wow. Lasst euch Platz. Sehr gut gemacht. So, wir schauen mal, was da bei Thomas passiert ist. Das kriegen wir mal hier rein. So. Karne vor der Doppel rechts. Gut durchfahren. So, hier ähnliche Situation wie gerade bei Walter und Erstling. Thomas kommt hier weit. Ja. Er hat einfach den Kurvenscheitelpunkt verpasst, ist nach außen getrieben, das Untersteuern und ein bisschen aufs Gras gekommen, musste langsam machen und weil das natürlich sagenhaft beisammen sind hier alle dicht, sind natürlich jetzt die anderen Fahrer direkt vorbeigeschlüpft. Frank Flipsen vorbei, Michael Marquardt vorbei, Matthias Weber vorbei. Ne? Michael Marquardt wieder vor Matthias Weber wohlgemerkt. Ja, die wechseln auch munter hin und her. Ja, also die beiden, da gibt es zumindest in dem Sinne keine Vorfahrtregel. Wer vorne ist, ist vorne.
die kämpfen auch. Das war, glaube ich, im letzten Rennen, was meine ich, wo wir auch gesehen haben, wie die beiden munter miteinander kämpfen. Apropos, wenn wir Mr. Weber mal wieder einschalten, will ich auch das entsprechende Bild hier wieder am Start, logischerweise. Ja, da wird sich gerade freuen, weil P5, das sieht momentan sehr gut aus, mit Aussicht auf P3. Ja. Und Michi Marquardt greift Frank Flipsen an. Oh, das sind sie auch weit auseinander. Weit, und jetzt kommen sie in der Kurve. Oh, das ist leider nicht im Bild. Das ist gut gegangen. Ja, so weit auseinander und du kommst dann für die eine Linie durch die Kurve, kommst du dann wieder auf gefühlt Haaresbreite zusammen. Ja. Nächste Schikane, aber sie lassen sich den Platz rein. Oh, Michael Marquardt, ja, übersteuern. Bisschen zu viel Gras mitgenommen auf der Innenseite. Und da verliert er gleich wieder, ne? Also dann sieht man, da kommt da gleich wieder. Und Thomas Batzke ist auch schon wieder durch. Oh, Matthias Weber fast mit einem Dreher. Junge, Junge, Junge. War das hier gerade? Warte mal, ganz kurz schauen. Das hier. Ja, Matthias Weber gerade da eingelenkt. Da leichten Slide, den er da hingelegt hat. Das ist Matthias. Ja. So, da wird er jetzt attackiert von Thomas. Das ist Michael Marquardt. Ja. Auch so breit die Strecke, dass man das da teilweise auch nicht mal mit dem Auge so richtig sehen kann. Louis Schütze rollt aus. Hat er sich den Motor kaputt gehauen? Very low habe ich hier als Einblendung. Warte, wir hüpfen mal gleich ins Replay. Diese Gruppe ist natürlich auch wahnsinnig spannend hier, aber natürlich, was passiert ist, müssen wir da mal reinschauen. Louis Schütze, aber das ist ohne erkennbaren Grund. Ja, das Lenkrad steht ein bisschen schief. Und dann, wenn man noch keinen Vortrieb mehr hätte. Aber Motor ist noch an. Wird er hier da auf die Streckeninnenseite? Hat er vielleicht technische Probleme? Das kann sein. Wird irgendwas mit dem Lenkrad nicht funktioniert? So, jetzt blitzt und blinkt es hier auch, weil sich er wahrscheinlich dann ja weg ist. So, wir hüpfen ins Live-Bild und da auch. Oh, Matthias Weber eingeschlagen! Auf der Ecke hängen geblieben. Ja, und Rad fällt. Rad vorne links ist weg. Wirklich. Ja. Genau in dem Moment, wo du rüber geswitcht bist, genau da wirklich in die Wand eingeschlagen. Das ist natürlich dermaßen ärgerlich. Thomas Batzke hat auch einen mitbekommen dabei. Aber wir hüpfen mal ins. Will er denn? So, hier, ins Replay. Letzte Schikane vor Start-Ziel fordert ihren Tribut und da bleibt er hängen. Rad ist abgerissen mit Bremsscheibe, die noch vor sich hinglüht. Und Thomas Batzke musste auch den weiten Weg, wir sehen die Spuren da, durchs Gras nehmen. Das Ganze mal aus der Sicht im Cockpit von Thomas Batzke. Also sehen wir davor Matthias Weber. Der rechnet natürlich nicht damit, beziehungsweise der kann da überhaupt nichts machen. Nee, das sieht einfach nur. Schlagartig verlangsamt er, nimmt ihn noch ein bisschen mit und die Berührung war doch nicht so stark, wie es im ersten Moment aussah. Dann dürfte Thomas da wahrscheinlich keinen Schaden davon getragen haben. Lenkt er so ganz leicht, aber die Frage scheint zumindest erstmal halbwegs okay bei ihm zu sein. So. Und erstmal wieder ins Live-Bild. Ja, Matthias Weber natürlich jetzt absolut Pechvogel hier, der natürlich hier eine Runde jetzt fahren musste mit drei Rädern. Jetzt in die Box kommt. Oh, und ja, der Box auch nochmal jetzt abfliegt. Autsch, würde ich sagen. Ich glaube, das sieht jetzt nach Aussteigen aus. Weil da kommt er, glaube ich, nicht mehr weit. Also ich glaube, wenn du jetzt auf die Kamera gehst, siehst du ihn fürchterlich fluchen. Oh, warte mal. Welche Idee? Verdammt. Was ist denn da? Ich guck gerade mal nach, was denn da in der Boxeneinfahrt passiert ist. Er steht da jetzt in der Boxeneinfahrt, aber passiert irgendwie nicht mehr allzu viel. Ich glaube, er eventuell schießt der R-Faktor gerade ab.
Wirkt es zumindest gerade, weil ja, das Auto. Er ist wieder da. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ja. Oh Mann, ey. So, Luis Schütze, DNF hatten wir. Thomas Batzke, Off-Track hatten wir auch. So, wir müssen erstmal nach vorne hüpfen, damit wir was Fahrendes im Bild haben. Ralf Lipsen. Platz 3 da für ihn. Michael Marquardt, so während Matthias Weber. Denke ich erstmal jetzt ja, ein bisschen zurückgeht, aber ich glaube, er startet R-Faktor erstmal neu. Ob er nochmal joint, ist die Frage. Es könnte sich schon rentieren, weil wenn man bedenkt, wie viele mittlerweile ausgefallen sind, dann kann man trotzdem noch gut Punkte machen. Ja, wir gucken gleich mal. Durch die Frage, wenn du rejoinst, ne? Eine Runde 40 Minuten vom Rennen weg, Leute. Bestimmt Motortod bei Matthias. Ja, stimmt, hast recht, natürlich so heftig eingeschlagen ist. Aber hast du, ja, du hast recht, ne? Das ist so verrückt hier in dem Rennen. Man dachte, im letzten Rennen bei Autopolis wäre es schon richtig crazy gewesen. Hier legt nochmal einen drauf. Also Entertainment pur ist hier auf jeden Fall mal geboten. Natürlich die Piloten auch in dem Sinne gefordert, dass wir eine Woche nur Vorbereitung hatten, natürlich auf das Rennen. Natürlich jetzt keiner der Fahrer hier hauptberuflich Fahrer ist. Und natürlich alle hier einem regulären Job letztendlich nachgehen. Von daher ist das schon nicht so easy. Mal gucken, ob wir überhaupt 15 Fahrzeuge ins Ziel kommen heute. Ja. Wenn das so weitergeht hier. Das könnte schwierig werden. Wenn wir manches dabei zählen, haben wir schon 7 raus. Ja. Also Formel 1 Monaco 1996, glaube ich, 6 Autos im Ziel oder so. Ja, also, ja, 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 ja. Das mal als Maßstab nimmt. So, Jan Schmid immer noch hinter Yannick Pleiss. Ja, und hinter Jan Schmidt gerade Andreas Walter. Der hat natürlich die frischen Reifen. Der will jetzt natürlich nach vorne, weil ich glaube, Andi Walter, der musste, glaube ich, nichts reparieren lassen. Das heißt, rein theoretisch könnte er da vorne immer noch eine Rolle spielen. Ah, Mathis ist wieder draußen. So, wir hüpfen mal zu Matthias Weber. Der fährt wieder durch die Box. Wir schauen uns mal das Auto an. Alles dran. Alles dran. Auto komplett repariert. Hat jetzt poliert, gewaschen, alles okay. 3 Runden Rückstand aktuell auf der Uhr quasi. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal erhöht, wenn er jetzt dann über Start-Ziel dann fährt. So, aber hier der Kampf um Platz 11. Jan Schmid vor Andreas Walter. Oh, Schütze ist auch wieder da. Oh, stimmt. Ja, der ist auch frisch wieder gejoint, glaube ich. Schütze jetzt 5 Runden Rückstand. Würde bei Matthias ähnlich werden. Hat jetzt schon 4 Runden Rückstand. R-Faktor braucht da einen Moment, bis es sich wieder eingependelt hat. Und der Führende, die 2 Kampfhähner und der Rejoiner, jetzt quasi gerade alle hintereinander hier. Markus Krüger ist übrigens auch nicht so weit weg von Yannick Pleiss, nur 3 Sekunden. Also da hinten ist er auch schon im Bild. Wir haben ja also gleich eine sehr attraktive Fünfergruppe fast schon am Start. Baugrad hat der Markus. Oh ja, Markus hat auch 60 Kilo Strafgewicht. Ich mache mir jetzt über die Gewichte gerade nicht mehr sicher. Yannick hat 50 Kilo. Das sind keine Strafgewichte, das sind Erfolgsgewichte. Erfolgsgewicht, natürlich. Ja, denke ich nächstes Mal auch, wenn ich beim Griechen war. So, ja, Strafgewicht wäre ja blöd. Das wäre ja, ne? Du warst zu schnell. Du griffst ins Strafgewicht. Ja. Nein. Du warst zu schnell, du griffst ins Erfolgsgewicht. Immer positiv denken. Dann denkt man das so. Nee, aber vielleicht dann endlich mal auf die Taktik zurückzukommen. Zwischendrin war Carsten Hoffmann in der Box, der hat Reifen gewechselt, habe ich im Auge behalten. Der ist hinter Andi Walter. Also, und Carsten war, glaube ich, vorm Stop auf P6. Also, und war nicht weit von der Gruppe um P3 weg. Also, der Andi Walter fährt hier, glaube ich, auch immer noch ums Podium. Ja, also das, da bin ich tatsächlich mal sehr, sehr gespannt. Und Matthias Weber ist wieder fröhlich am Kämpfen. Mit jetzt mittlerweile 4 Runden Rückstand, also bleibt bei 4 Runden. Michael Welle, Louis Schütze, Stefan Denecke. Oh, das ist da haben sie alle gemeinsam abgelegt. So, Matthias Weber aus und ab ins Replay.
So, warte, warte, warte. Michael Welle. Komm mal dahin. So, da haben wir die Gruppe. Die 99. Dann den McLaren, Stefan Denecke und ja, Michael biegt da ein. Luis Schütze wird außen auch noch mitgenommen. Tut er noch da, versuchte dran vorbeizukommen, aber nope, kein Weg. Ja, das war eine Überrundung von Thomas Batzke, der die drei da überrundet hat. Und da dachte Michael Welle, das nutzt doch. Das wäre dann nicht ganz ausgegangen. Nee, nicht wirklich. Da gibt es, glaube ich, Lichthupe von Luis Schütze gegen Michael Welle. Dann ein bisschen Yannick sauer, lässt, so. glaube ich, die ganze Gruppe jetzt vorbei. Ja, ins Live-Bild erstmal. So, Yannick. Ja, Was ist da jetzt Matthias los? Weber hat sich jetzt schon vorbeigeschlängelt an Andreas Walter und jetzt auch an Yannick Pleiss. Aber wenn der Yannick das natürlich macht, Markus Krüger, das ist doch nicht mehr weit weg. Absolut. Auch wenn es das Schwesterteam ist, da geht jetzt innen rein Andreas Walter. Dahinter ist Frank Philipsen nicht direkt, sondern nur Markus Krüger, der dahinter wirklich direkt ist. Dahinter ist noch. Das ist Kampflinie, Ah, wer ist aber. denn das? Das ist dann. Ach, das dürfte Carsten Hoffmann sein. Oh, Ja, der ist Yannick auch. geht weit, Yannick geht weit, Yannick geht durchs Gras. Ich wollte gerade sagen, sehr weit. Da verliert er die Position. Da verliert er die Position. Vielleicht nochmal ins Replay Das sah hüpfen und das komisch nochmal angucken. aus. Ist das Auto in Ordnung? Wo ist Yannick? Sah aber 5? komisch aus. Janik, Warum ist oh, der jetzt Janik 5. auf 5 zurückgefallen, hä? Oh, nicht, dass bei ihm die Runde auch nicht gewertet wurde. Er Wir fällt gerade gucken immer gleich. weiter zurück. Och, Oh, was ein Schlag von Yannick! harter Einschlag, vielleicht erledigt sich das gleich Ja, komplett. ja. Lenkrad steht definitiv mal schief und er Sag verliert was. massivst. Ja, er verliert gerade massivst an Zeit. Ich habe die Vermutung, dass das Auto vorher schon kaputt war, weil er da eben schon so komisch gefahren ist. So, wir gucken mal ins Replay. Da sieht alles noch gut aus. Da ist Andreas Walter. Kommt, glaube ich. Er sieht merkwürdig aus. Sieht in der Tat ein bisschen strange aus. Jesse Monrose in der Box, Markus Wedacek in der Box und Ah. ja, Yannick. Aber hier, das Auto sieht eigentlich noch gerade aus. Ja, deshalb wundert es mich eigentlich. Gerade ob in der Runde davor irgendwas passiert ist. Hier jetzt einlenken, Auto untersteuert massivst und geht hier in die Wand. Und ab da, ja, war da nicht mehr allzu viel. Ich stehe jetzt hier an der Box und repariert und verliert in der Tat eine Runde. Damit neuer führender Markus Krüger. Der, glaube ich, seinerseits jetzt an die Box kommt. Ja, Markus Krüger geht an die Box. Der Führende, Frank Philipsen, dahinter geht auch an die Box. Also. Michael Mintgen auf 4. LOL. Siehste, da wird noch was. Darf nur nicht an die Box fahren. Er gewinnt das Rennen. Michael Marc war übrigens auch an der Box. Also, das ist Hast du es gerade gerade immer wirklich. noch ein bisschen? Bin jetzt auch mal ein bisschen zurückgegangen. Also ich finde bei Yannick gerade nichts. Das war wie wenn sein Reifen von jetzt auf nachher plötzlich tot ist. Sein Michael Vorderreifen. Mintgen führt Auf das Rennen. eins. Ich glaube, die ersten Führungsmeter hier von Michael Mintgen. Ja, ich denke auch. Ich gönn's Also, ihm. jetzt tatsächlich mal eine Premiere da an der Stelle. Dafür, dass der gute Mann nie was von Simracing wissen wollte. In diesem chaotischen Rennen hier momentan alles richtig gemacht. Natürlich, logischerweise muss er auch noch zur Box. Das wird ihn auch wieder Zeit kosten. Was soll das mit dem Spiel? Aber er ist jetzt ganz vorne hier. Die ersten Führungsmeter oder vielleicht auch Führungskilometer dann für Michael Mintgen. Also die vorderen alle mit Reifenwechsel. Michael Mintgen plant jetzt auch nicht an die Box zu kommen. Also bleibt hier, glaube ich, weiter auf der Strecke. Sehe ich das richtig? 42 Sekunden Vorsprung.
Ja. Du hast allerdings beim Boxenstopp für gewöhnlich auch um die 60 bis 70 Sekunden. Naja, klar. Weil die Boxengasse da doch relativ lang. Ja. Naja, es sind auch nur noch 39. Aber allein für das Chaos spricht schon, muss man bedenken, Jan Schmidt mit Durchfahrtsstrafe momentan auf P6. Naja, und er hat auch schon einen Stopp gemacht, wo ich mir jetzt nicht sicher bin. Aber eigentlich, der Stopp war so früh, ob der reicht, da durchzufahren. Andi Walter gegen Carsten Hoffmann. So, ja, munteres Fahrzeug Landereien hier gerade. Da haben wir Micha Marquardt vor Jesse Monroes. Vor Frank Flipsen. Gibt es die Lichthupe gegen Matthias Weber, glaube ich. Ich bin natürlich gespannt bei den Jungs, wo die Runden nicht gezählt wurden, also jetzt gerade Daniel Erstling, Yannick Pleiss, ob die vielleicht im Nachhinein das wieder gut geschrieben bekommen. Das wäre tatsächlich die Frage, ja. Warum? Boah, dann ist die Frage, ob es eben das Spiel ist, ob das wirklich jetzt als quasi Spiel, so wie das Spiel ist, oder ob es eben als Fehler vom Spiel angegeben wird. Weil so haben die Jungs natürlich eine Runde verloren, wo eigentlich. Also, das war schon ein echter Cut, ne? Ja, es war ein Cut, aber sagen wir so, eine Rundestrafe ist was anderes, wie einen Cut-Punkt kassieren oder eine Durchfahrtsstrafe. Richtig. Ja, ist aber auch für jeden so, ne? Jeder, der da die Scheiße baut, kriegt eine Runde draufgebrummt. Ja, aber manchen, also überlegen wir vorhin Daniel Erstling, ne? Da konnte er nicht wirklich was dafür. Ist er da nichts für, oder was? Nee. Hm? War ja der Crash mit Andy Walter, falls du dich dunkel dran erinnerst. Der ihm da in die Seite gefahren ist und ne, musste dann die weite Linie nehmen und zack. Ja, es ist natürlich. Ja, gut, dann sehe ich es ja noch ein, aber wenn ich einfach nur zu schnell bin, weil ich den Kurveneingang verpasse, sorry, aber dann ist das so. Ich denke, damit kann sich dann die Rico befassen. Richtig. Ja. Genau. Weil in dem Moment ist gerade Yannick wieder an Markus vorbeigegangen. Also, ja, das ist natürlich dann die Frage, ob das dann, also momentan ist es ein Zurückrunden von Yannick. Ja, ja, aktuell hat er gerade 2 Runden Rückstand. Also, ich könnte natürlich mal wieder ein Gap einblenden. So, haben wir das Ganze mal ein bisschen besser in der Ansicht. Michael macht gerade das, was er seinen Fahrern immer prophezeit. Fahrt ruhig. Wenn einer schneller ist, lasst ihn vorbei, lasst ihn zurückrunden. Hat er gerade machen lassen. Respekt. Er redet nicht nur, er macht auch. Ah, die Frage ist, ich weiß gerade nicht, ob die Strategie von Michael aufgeht, weil mit dem späten Zeitpunkt, mit dem er jetzt gerade eben noch unterwegs ist, ohne Reifenwechsel, die Zeiten sprechen eigentlich nicht dafür, dass er das hier ohne Reifenwechsel durchhält, weil er ist momentan 3 Sekunden langsamer wie alles hinter ihm. Ich wollte gerade schon sagen, er hat schon 10 Sekunden verloren, ne? Deshalb, auch wenn er jetzt nur einen Tankstopp macht, ich vermute, das geht nicht auf. Von der Zeit her. Nee, also du brauchst, glaube ich, allein für Drive-Thru brauchst du schon 26 Sekunden. Davon mal abgesehen. Also eigentlich ist der Zeitpunkt, in die Box zu fahren, schon zu spät.
Na, sagen wir mal so, wenn er das Rennen Top 10 beendet, ist das ein Erfolg. Ja, absolut. Also einen normalen Stopp mit Reifenwechsel wird er halt auf Platz 9 so circa wieder rauskommen. Muss ich jetzt überlegen, ne? Stefan Bäumer da hinter ihm. Der will sich gerade entrunden. Ja, der hat sich ja gerade schon mal entrundet und sich dann wieder verbremst. Aber da ungefähr würde ich ihn momentan mit einem normalen Stopp sehen. Ne? Wenn er nicht Reifen wechselt, dann sicherlich ein bisschen weiter vorne. Eigentlich ist auch wieder heiß her bei der Schikane. Auch mich, Matthias Weber, so rum. Aber du hast recht, es sind Führungskilometer mittlerweile. Ja. Ja. Ich gönn's dir, Michael. Ich gönn's ihm. Foto machen, einrahmen. Jo. Ja. In die Halle stellen. Auf jeden Fall. Kannst du ihn zum Geburtstag schenken, hast du. Ja, genau. Kann ich ihm auf meinem Geburtstag zum Geburtstag schenken, oder wie? Oh, Max Römer hat sich gedreht, ist aber auch schon wieder unterwegs. Den man vorher gerade einen Platz gewonnen hat, dann ist wieder gleich einen Platz verloren. Wir gucken mal ganz kurz, Max Römer. Ah, die berühmte Stelle gleich. Hm. Aber ohne einen Schlag, so wie es aussieht, ja. Ja, ein bisschen. So ein Hauch auf die Grasnarbe kommen. Oh, Louis Schütze kam da ganz knapp vorbei. Kann aber weiterfahren. Und mittlerweile ist Carsten Hoffmann vorbei an Andi Walter. Jetzt steht Thomas Batzke hinter Andi Walter an. Lassen die Reifen vielleicht beim McLaren schon wieder ein bisschen nach Carsten Hoffmann Richtung Box? Nee. Sag ganz kurz mal so aus. Ja, ich denke schon, dass er einen Reifennachteil hat, weil er war ja gute 15 Minuten früher an der Box als die anderen. Und Matthias Weber zuckt dahinter, hinter Thomas Batzke, will da gern vorbei, will sich da gern entrunden. Schon mal Lichthupe so ein bisschen gemacht. Wir können ja mal Matthias Weber so ein bisschen ins Auto gucken oder mal uns mal anschauen, was er da gerade so macht. Kurze Zeit der Entspannung auf der Geraden. Er würde schon gern vorbei. Mutig, mal ganz mutig. Klar sagen. Aber, Da war's. Berührung ja. Mit Andreas Walter. Daniel. Okay. Wenn der Michael gewinnt, erklärt er uns bestimmt, was er nicht so richtig gut an seinem Auto eingestellt hat. So, jetzt der Kampf um die Rückrundung so ein bisschen. Ja, aber der Michael schwimmt sich wieder frei. Das hier ist gerade Andreas Walter. Achso, okay. Ich sag mal so, es ist gut, dass Strafe, Janik ein paar Meter Distanz zwischen uns sind. Strafe für Janik Pleiss. Oh, was ist da passiert? Ich denke mal, da hat die Katze voll. Hüpfen mal ins Replay. Da. Nächste Kurve. Ah, war die erste wahrscheinlich von den beiden. Ja, ja, denke ich auch. Balle aus da. Oh, und hier auch. Uff. Leidet. Kurz davor. Ah, natürlich ärgerlich. Gleich der nächste Boxenbesuch. Aber das Schlimme ist, das ist ja echt eine lange Boxengasse. Auch du, ne, musst ja auch genau gucken, wo musst du bremsen. So, wieder zurück ins Live-Bild. Jesse Monrose. Ah, gucken, ob diesmal fürs Podium bei ihm vielleicht sogar reicht. Momentan auf dem besten Wege dahin.
Ja, Markwart, Richtung Platz 2 unterwegs. Alter, noch eine halbe Stunde, da falle ich Jesse Monrose gegen Micha Marquardt. Das Duell hier oben Platz 3. Aktuell Michael Mintgen da vorne nach wie vor auf der 1. Aber der muss definitiv nochmal zur Box. Auch wenn er nur nachtankt, wird das nicht für ihn reichen. Stefan Bäumer immer noch dahinter. Ja, aber grundsätzlich macht das Michael, ja, wenn er jetzt wirklich nur das Ziel hat, Top 10. Macht er das schon gut, weil er lässt quasi den Stefan Bäumer jetzt die ganze Zeit hinter sich, der eigentlich die frischeren Reifen hat. Ja. Und nun kannst du dann quasi nachher, verliert jetzt eigentlich nichts weiter auf den Stefan und kann sich dann nachher die frischen Reifen abholen. Wenn er sich frische Reifen holt. Das ist, genau, das wird noch die Frage. Ne? Beim normalen Boxenstopp braucht er auch ne, dass die, genau diese Konstellation, nämlich dass der Stefan Bäumer möglichst hinter ihm ist. Denn rein von der Zeit her, Platz 8 wäre es mittlerweile übrigens. Ich glaube, Stefan Denecke hat einen Reifenstapel geknutscht. Oh, warte mal, wir gucken. Stefan Denecke. Warte mal, wir schauen mal. Nee, doch nicht. Ein Problem gab es da auf jeden Fall. Das muss hier drin. Einmal eingedreht, schon quer reingekommen und dann quasi auf dem Gras. Das hat mir was gegeben. Und dann Hauch quasi sich bewegen, genau, und dann wieder auch zurück auf die Strecke. Das ist ein bisschen wild, der Power Slide, aber alles ist soweit gut gegangen. Wieder zurück ins Live-Bild. Ja, dabei ist Smeddy vorbeischauen, da sehen wir. Oh, neue Kamera. Neue Cam bei ihm hier, neue Cam-Position. Sieht quasi Smeddy in Action. Mittlerweile auch Thomas Batzke vorbei an Andy Walter. Jan Schmid dürfte zwischendrin auch in der Box gewesen sein. Puh, erstmal Überblick behalten. Cutten auf R-Faktor, ein Fehler, gleich Durchfahrtsstrafe, nimmt den Spaß. Keiner macht das absichtlich auf SRC. Absolut. Ja. Aber das war im Prinzip das Risiko, was schon von vornherein bekannt war. Ich meine, die Punkte wurden hochgelegt, aber man hat gewusst, dass da viele Punkte gibt, wenn man da cuttet. Von der Geschichte tatsächlich mit der nicht gewerteten Runde nochmal ganz zu schweigen. Ja, das ist auch nochmal ein Thema. Beide geben sich's aber da. Alter Verwalter. McLaren gegen Ferrari hier das Duell. Vor kommt jetzt Stefan Denecke quasi mit ins Spiel. Wird die beiden natürlich da problemlos runden lassen. Ich nehme übrigens alles zurück, denn Michael Mintgen hat mittlerweile Speed aufgenommen. Ich bin gerade verblüfft. Der hat die letzte Runde gerade mal eine halbe Sekunde verloren auf Markus Krüger. Vielleicht ist jetzt kurz vorm Boxenstopp Hammertime oder so. Vielleicht. Wer weiß. Ah, sehr clever gemacht hier von Wood.
nicht viel, aber so ein Hauch größer der Abstand gerade geworden. Aber der Simon Ross fährt auch sofort wieder zu. Jesse Monroe ist hier am Limit. Sehen Sie es an meiner Lenkradarbeit? Man merkt es, wir müssen uns gerade alle ein bisschen erholen. Wir genießen gerade die Ruhepause. Ja, also so das ganz klein bisschen. Ja. Aber unverändertes Bild hier vorne an der Spitze, immer noch Michael Menken, ja, vor dem überrundeten Stefan Bäumer. Da bleibt es immer noch gleich. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass der einfach nur Sprit nachtankt. Ansonsten würde sich die Strategie, so wie er sie jetzt fährt, zumindest für weiter vorne nicht rentieren. Allerdings die Zeiten, die er fährt, die sind halt immer noch mega. 13,5 fährt er jetzt wieder. Ja. Markus Krüger dahinter 12,9, jetzt 12,8. Ja, ich guck gerade mal auf die Reifenmischung. Michael Mintgen, der hat hart Medium. Hinter Markus Krüger Medium. Michi Marquardt Medium Soft. Oh, auch interessant. Bei Michael Marquardt haben wir es schon öfter mal gesehen. Also daher ist das Setup meistens eher auf die Vorderachse so ein bisschen ausgelegt. Ne? Also so vielleicht jetzt nicht direkt mega untersteuern, aber zumindest ein bisschen, dass die Vorderreifen einfach da einfach mehr beansprucht werden. Und vielleicht ähnliches in die Strategie hier bei Michael Mintgen. Halt nur eine Stufe höher. Jetzt geht an die Box. Jetzt nur nicht zu schnell sein. Und jetzt gucken wir uns den Stopp hier mal an. Kommt ja okay. Fast ganz zum Schluss. Radsicherheitshalber. Oh nein. Ja gut, wenn der Kollege, das dürfte Michael Welle vor ihm sein, da jetzt auch gleich wieder loskommt. Ja, aber nein, das kostet ihn jetzt. Nein, das kostet er will losfahren, er kann nicht losfahren. Oh. Der Stopp! Ah, der Platz war belegt sogar! Der Platz war belegt durch Michael Welle. Ja. Also Alter, die haben doch Teamspeak. Warum quatschen die nicht miteinander? Das sage ich immer wieder. Alter! Und er tankt wirklich nur nach. Er ist nicht aufgebockt worden. Er tankt nur nach. 14 Sekunden, aber dadurch natürlich allein schon den Zeitverlust, den er jetzt hatte, durch das Warten hinter Michael Welle. Also der konnte natürlich seinerseits gar nichts dafür, weil der stand bereits in der Box und der musste aber man redet miteinander. Man sagt, ich gehe jetzt in die Box. Das ist normal. Alter. Jetzt Michael Mintgen direkt vor Andreas Walter rausgekommen. Also die Teambesprechung wird lustig morgen. Da möchte ich gerne Mäuschen spielen. Ja, es wird bestimmt spaßig. Es hat ihn ca. 16 Sekunden gekostet, ich habe gerade nachgerechnet, die er da hinten anstand. Oh Mann. Oh. 58 Sekunden, das ist fast wie ein richtiger Stopp. Ne? Also, ja. Und er hat natürlich jetzt wieder mehr Sprit drin und alte Reifen dahingehend. Also von daher. Ja. Aber ja gut, positionsmäßig hätte sie ihn ja vor Carsten Hoffmann wieder rausgespült auf P5. Weiter vor wäre es nicht gegangen. Aber trotzdem, sowas ist natürlich. Teamintern, sagen wir mal, unglücklich. Thomas Batzke in der Box? Das ist auch sein zweiter Stop. Und da steht lang. Ist da irgendwas passiert? Oh ja, gucken da war gelb. Da war gelb. Ah, okay. Vielleicht nochmal. Mal schauen. So. Michael Mintgen bleibt nach wie vor Andreas Walter. Thomas Batzke off track. Wir gucken mal ganz kurz. Das war ein heftiger Unfall. So. Au. Ich glaube, die Wand ist wieder im Spiel. Yep.
Und untersteuern. Überschlag und auf die Wiese komplett gedreht. Das Schadensmodell von R-Faktor, sei Dank, dass da nicht ganz viel abfällt. Normalerweise wäre das Ding jetzt ziemlich verbeult. Einmal komplett überschlagen und ab in die Box. Lenkrad durch, ja, wir sehen es hier, sagenhaft schief. Und auch dementsprechend das Fahrverhalten würde, wird alles andere als wirklich toll gewesen sein. Jetzt fährt er wieder los. Oh, und jetzt ist so eine Strafe für Thomas Batzke. Oh, Speeding. Ja, scheinbar. Stimmt. Ja, das ist natürlich nochmal extra bitter. So, mitten interner Kampf. Ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich eine Teamorder irgendwann ausgesprochen wird. Ja, wäre das Einzige, was jetzt, glaube ich, Sinn macht. Dann wäre es Walter natürlich besser platziert als Michael Mintgen. Andi Walter hat ja noch Meisterschaftschancen. Matthias Weber davor, ein bisschen im Off gewesen. Thomas Batzke setzt die Strafe gleich ab. So, Yannick Pleiss jetzt hinter Stefan Dennecke. Wird der Nächste, der sich jetzt hier schnappen wird. Auf seinem Weg zurück nach vorne. Ist schon wieder auf Platz 14. Also muss man auch sagen, ja, Hut ab. Ist auch gut gemacht. Ah, ja, geht es einfach drunter und drüber. Man muss bedenken, Jan Schmidt und Max Römer, die hatten beide auch schon eine Durchfahrtsstrafe und sind wieder auf 9 und 11. Also, ja. Es ist ziemlich wild. Robin Ricke geht in die Box. Da sind es gerade bei Yannick so ein bisschen, ne? Die Autos, die sliden richtig. Also bis zum gewissen Grad geht's, aber hier häufig bei der Stelle, wo die Mauer dann ins Spiel kommt, dann wird sich immer gerne mal wieder ein bisschen verschätzt. Ja, es ist natürlich auch so, wenn du neben die Ideallinie kommst, da hat's nun mal wenig Grip. Und sobald die Linie ein bisschen verpasst und das Auto anfängt zu rutschen, dann ist es auch schwierig, das wieder zu fangen. Und gerade dieses Untersteuern, das scheint hier doch ziemlich hartnäckig zu sein. In der Tat, ja. Die Erfolgsgewichte geben mir Übriges. Sag nichts mehr. So, wir sprechen so richtig aus. Ja, Michael auf 6 Federn zurückgekommen. Gerade mal kurz weg. Ja, wie gesagt, ich warte hier eigentlich immer noch auf die Teamorder, aber die fahren doch einfach beide gleich schnell. Ja. So, jetzt Janik auch vorbei an Stefan Dennecke. Oh, und Rad dabei! Ah. Janik Pleiss, wieder das Untersteuern gewesen. Und diese und. Mauer, diese Mauer. Teamorder müsste ja vom Teamchef kommen und der ist vorne. Ja, aber so ein Mintgen müsste auch mal so ein bisschen, wenn er schlau ist in Richtung Meisterschaft, vielleicht dann sagen, komm, fahr vor. Als so. Teamchef sollte er das wissen. Könnte mir vorstellen, okay. Ich glaube, wollte gerade sagen, Yannick stellt jetzt ab, jetzt hat er genug. Ja. Das war dann doch einmal dann zu viel. Aber um nochmal auf die Mauer zurückzukommen, machen wir jetzt eine neue Wall of Champions? Oder? Ja, ich wollte es gerade schon ansprechen. Wir haben zwar noch nicht so viele Champions, jetzt gerade die da reingefahren sind, aber auf jeden Fall schon viele bekannte Gesichter, die die Mauer heute da geküsst haben. Gucken nochmal aus der Cockpit-Perspektive hier untersteuern. Und da gibt es eine Stelle in der Mauer, wo man so richtig schön hängen bleibt und dann gleich das alles Auto regelrecht zerfetzt.
Und das ist hier bei Yannick auch gerade wieder passiert. Noch einmal hier im Replay, da sehen wir uns nochmal da. Man könnte es auch sagen, die Reifenkillermauer. Ja. Ja. Ja, vom allerfeinsten. Da haut sich nochmal richtig in die Mauer, weil sich da vorne nichts mehr ist. Und ich glaube, er fährt dann auch jetzt, egal mit wie viel Speed hier in die Box, ne? Zu schnell logischerweise. Aber alles schon egal, weil er hat das Auto jetzt eh dann abgestellt. Also das Rennen da für ihn gelaufen. Und ja, die beiden läuft es nach wie vor. Platz 6 ist hier das Ziel. Ja, vorne könnte es, denke ich, noch um P3 interessant werden mit Frank Flipsen und Jesse Monrose. Die sind relativ eng beieinander. Abstand Markus Krüger, Michi Marquardt habe ich auch ein bisschen Blick, aber der bleibt immer in etwa gleich. Das heißt, da tut sich nicht viel. Wie gesagt, P3 könnte noch enger werden gegen Ende. Ja, Frank Flipsen. Ausgerechnet letzte Runde hat er ein bisschen verloren. Dahinter übrigens, hinter Frank Flipsen, sitzt optisch zumindest Daniel Erstling. Sehr, sehr interessant ist, denn den Piloten, den sich Frank Flipsen hier gerade versucht zu schnappen, der Teamkollege von Daniel Erstling, Jesse Monrose. Und was natürlich heißt, wenn Daniel Erstling hier vorbeikommen würde, der momentan scheint doch ein bisschen schneller zu sein, dass durch so ein kleiner Puffer da wäre und der ihn so ein bisschen aufhalten könnte, bei noch knapp einer Viertelstunde jetzt zu fahren. Ja, und Frank Flipsen muss auch aufpassen, der hat letzte Runde einen Cut kassiert. Oh ja. Gut, was wir jetzt schon wissen, ne? Einmal unglücklich mal Rasen gefahren und zack, Durchfahrtsstrafe. Ja. Da kann das tatsächlich dann sehr, sehr schnell passieren. Das ist so ärgerlich. Ich bin an der Mauer 15 Minuten auf und ab gefahren, um die Ecke zu gewinnen, aber da war keiner. Immer an der Wand lang. Da war doch mal was, oder? Ja. Und ich glaube, momentan hat Frank Clips tatsächlich mehr damit zu tun, irgendwie zu schauen, dass Daniel Erstling da hinter ihm bleibt, als dass er sich großartig nach vorne orientieren kann. Jetzt auch deutlich langsamer gewesen als Jesse Monrose. Warte mal, was fährt denn Daniel? Daniel Erstling lässt so eine 13.4. Frank Flipsen 13.5, ne, verliert hatte eher Frank die Zeit. Ja, aber minimal, ne? Ja, letzte Runde war es jetzt eine Sekunde. Ja, das ist gerade schon... Ah, doch. Oh, ja. Bedeutend, das ist bedeutend, wobei ich traue unserem Timing gerade auch nicht ganz, weil da springen die Zeiten doch ziemlich stark. Auch optisch fand ich es jetzt gerade so ein bisschen ja, schwierig. Ne? Jetzt ist ja wieder 2,8 Sekunden. Das ist, ging jetzt gerade wieder auch. Warum ist Jesse Monrose da gerade so weit innen gewesen? Warte mal, jetzt wieder 3, 4, 2. Ja, das ist. Hüpft hier ganz schön die Zeiten. Ja. Letzte Runde, Jesse Monrose 13.2, ne? Auch tatsächlich ein bisschen langsamer. 12.8 jetzt von Frank Flipsen. Ne? Jetzt ist es umgekehrt. Ne? Das ist ja wieder. Deutlich schneller gewesen. Also 4/10 ist wieder aufgeholt. Ja, Michi Marquardt bläst zum Endspurt. Letzte Runde eine 12.4. Geht's los? Der absolute schnellste. Aber Frank Flipsen hat 12.8, ne? Ja. Ja. Ja, gibt nach wie vor alles. Ne? So 2,6, 3,0. Schwankt so ein bisschen. Nachher wieder ein Hauch vielleicht mehr. Natürlich sein, dass das Timing durch die Strecke hier auch ein bisschen durcheinander kommt. Gerade weil es hier so breit ist. Ja. 2,1. Hier auf der Geraden ist immer der geringste Abstand.
Der hüpft gleich wieder deutlich nach oben, jetzt schon wieder 3, noch was Sekunden. Also das aber Markus Krüger hat jetzt gerade deutlich Zeit verloren. Ich glaube, das war eine Überrundung. Oh ja, da ist er durch eine Überrundung aufgehalten worden. Aha, Angriff von Andreas gegen Michael. Da haben wir jemanden, vor der Schikane, Leute, das hätte er günstiger machen können, aber es geht alles gut, okay. Ja, aber die passen, denke ich mal, aufeinander haben sich, auf. Haben sich verständigt. Da Matthias Weber davor, da habe ich ganz schön im Dreck gewesen. Da hat die Teamorder gegriffen. Bald davor, genau, ja. So, jetzt wird es aber auch enger hier bei den beiden. Die Rückansicht von Jesse Monroes. Der Abstand ist jetzt deutlich geringer geworden. Jesse Monroes muss nach vorne noch ein bisschen abreißen lassen. Er wird langsamer, was das Thema angeht, definitiv. Und Frank Flipsen kommt jetzt zur Zeit deutlicher ran. Auch der Erstling dahinter, der muss ein bisschen abreißen lassen. Hing ja dann Frank Flipsen mal noch ziemlich im Getriebe. Letzte Runde war Frank eine Sekunde schneller als Jesse. Ja. Also jetzt wird's langsam schwierig. Oh, hi Yannick, ja, wir haben es tatsächlich, mehr als live verfolgt, ja. Tatsächlich mit der Runde, haben wir tatsächlich genauso verwundert aufgefasst. Aber wenn Yannick jetzt gerade im Chat ist, waren vorher deine Reifen tot oder bist du in eine Schikane weit gegangen? Das könntest du uns in den Chat reinschreiben. Genau, das wäre nochmal interessant. Ja. Jetzt hier gerade Frank Flipsen. Oh ja, schrammt auch mal haarscharf an der Mauer lang. Ich denke jedes Mal wieder, da ist dieser eine berühmte Pixel anscheinend, an dem man am Hängen bleibt, wenn man sie ungünstig trifft. Also beide. Mit einer 13,0 letzte Runde jetzt. Ja, Reifen dead. Ja. Ah, okay. Okay, also die Reifen waren wohl mehr als tot. Boah, der Andreas ist aber noch einiges schneller als der Michael. Ja. Nimmt ja, ich richtig Zeit weg da jetzt. Ja, Michael, der lässt jetzt auch nach. Ich denke, bei ihm gehen die Reifen jetzt auch vollends zu Ende. Weil er jetzt, da, soweit ich gesehen habe, der Einzige, der keine Reifen gewechselt hat. Deshalb wird er jetzt ordentlich Zeit vollends einbüßen. Aber er hat genügend Vorsprung. 21 Sekunden auf Stefan Bäumer. Ja. Und ich glaube... Tolles Ergebnis. Wenn es denn so ins Ziel geht. Ich glaube, bei Frank Flipsen wird auch das Thema Reifen jetzt mehr und mehr akut werden, denn er holt natürlich auch nicht mehr so hervorragend jetzt auf. Also der Abstand bleibt jetzt zwischen beiden ziemlich gleich, beide jetzt mit einer 12,8. Er ist immer mal wieder auch ein bisschen näher dran, speziell in Anbremszonen. Aber der Ferrari geht gut. Der geht echt gut. Strecke für meinen Fahrstil schlimmer als Okayama. Autopolis? Ja. Frage? Oder ist es Okayama? Nein, die letzte Strecke war Autopolis. Okayama sind wir mal vor ein, zwei Saison gefahren. Stimmt. Okayama war, ich glaube, der ehemalige AIDA-Circuit, glaube ich, ne? Von früher, mal mich nicht irre. Weiß ich. Nee, sind zwar verschiedene Strecken. Ja. Echt? Okay, ja. Okay. Ich denke auch. AIDA, einer meiner Lieblingsstrecken. Nee, Monaco.
Ja, Monaco sowieso. Monaco sowieso. Aber die Pussys wollen ja alle nicht Monaco fahren. Kannst ja mal ein Special Event anheuern, hast du. Ja. So ein gutes altes All-Star-Racing. Genau, All-Star-Racing. Genau. Ja, alles Mimis. Ja. All-Star-Race Clios in Monaco. Oh ja, Slide von Frank Flipsen. Wird langsam auch, ich bei ihm tatsächlich auch kritisch mit den Reifen. Letzte Runde und auch schneller als Jesse Monos, aber das reicht nach wie vor nicht. Ändert sich nicht allzu viel. Nee. Was man auf jeden Fall im Blick behalten. Also ich habe es die ganze Zeit im Blick, aber der Michi Marquardt, der knabbert ganz, ganz langsam den Vorsprung von Markus Krüger ab. Ja, immer so zwischen 3 bis 4 Sekunden, was der Abstand da gerade am Schwanken ist. Ja, ja. Ha, siehst du? Hatte ich recht? Danke, Yannick. Okay. Dass du das nochmal bestätigst. Das ist dann auch wieder was Neues für mich. Trotzdem einer meiner Lieblingsstrecken. So 0,6 Sekunden. 0,6 Sekunden noch der Abstand zwischen Frank Flipsen und Jesse Monroe. Das wird nochmal zum Ende richtig spannend. Und noch 6 Minuten jetzt gerade auf der Uhr. Das ist also jetzt kurz vor knapp. Jetzt die Frage, bei wem halten die Reifen länger? Na, beide Autos sind wirklich sehr gut hier auf der Strecke. Haben ihre Stärken hier gut bewiesen. Oh, Frank Flipsen immer mal wieder mit einem Slide hier. Das habe ich bei Jesse so zumindest noch nicht gesehen. Der hat das Auto da, ja, rutscht es, wenn er auf allen 4 Rädern. Ja, der Ferrari hat jetzt auch nicht so die übermäßige Power auf der Hinterachse. Ich meine, er kommt schön aus der Kurve raus, aber da hat es nicht so wie der Porsche diese unbändige Power. Aber natürlich das Problem des Hinterherfahrenden, die Linie speziell in der Schikane richtig zu erwischen. Davor kommt Luis Schütz jetzt, glaube ich, so ein bisschen als Überrundung noch ins Blickfeld der beiden. Jetzt schon mal zeigt sich hier schon mal Frank Flipsen. Ah, der Porsche, wir sehen es, er lenkt kaum. Er lenkt kaum und der Porsche macht eine Kurvenbewegung. Ne? Also von daher, der ist wirklich sehr, sehr hecklastig. Ja, und der Ferrari, der hat natürlich auch Probleme im Reifenabbau mit dem Vorderreifen. Also das kenne ich aus bester Erfahrung. Der geht sehr stark auf die Vorderreifen drauf und da kann ich mir vorstellen, dass im Chassis jetzt da so langsam die Vorderreifen eingehen. Ja, da muss auch noch mal angenehm zu fahren, das Auto, der Ferrari. Ja, grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Hat Jesse zumindest die Doppelrecht sehr, sehr gut erwischt. Frank, hast du gesehen, musste mal leicht korrigieren in der Kurve, mal ganz leichte Lenkbewegung. Das ist, glaube ich, für beide nicht so einfach. Jetzt noch mit der Überrundung da vorne. Boah. Ja, jetzt wieder leichter Vorteil hier gerade bei Jesse Monroe. Hat es zwischen Max Römer und Thomas Batz geknallt. Max kam aus der Box geschossen. So, warte mal, gehen wir ganz kurz mal ins Replay. Hier sind wir genau bei der Szene. Wo kommt er? Ja, Max hatte eine Durchfahrtsstrafe, weil er hatte eine Penalty. Und dann, absolut nicht drauf geachtet, wer da wie wo ist, glaube ich. Hat dann nur den McLaren vor sich gesehen. So, warte. Mal aus Thomas Batzkes Sicht. Nee, das ist leider nicht die Sicht, die ich haben wollte. Hier, ja, da, aber ich glaube, Thomas ist dann nochmal was passiert. Ja, da ist nochmal irgendwas gewesen mit, war es Robin Ricke wahrscheinlich. So, hier, Thomas Batzke lenkt ein, da kommt gleich der BMW von der einen Seite rüber geschossen, er kann da überhaupt nichts machen. Like a torpedo. Ja, absolut. So, und jetzt. Da hinten sehen wir, im Rückspiegel sehen wir Robin Ricke, einzige Mintgen Mercedes, den wir hier im Feld haben. Und hier, Thomas Batzke, kommt der quer. Viel auf dem Gras. Oh ja, da sind die Hinterreifen, glaube ich, gut warm geworden gerade.
Und wenn du gerade im Replay drin bist, kannst du kurz nach Matthias schauen. Der hatte nämlich eine Kopie von seinem ersten Unfall. Warte, Matthias Weber. War mittlerweile auch in der Box. Da. Oh ja. Bleibt hängen. Wir sehen es im Live-Bild bei ihm. Da passiert gerade nicht mehr allzu viel. Diesmal aber ohne Reifenverlust, aber... Er war in der Box und hat es nochmal reparieren lassen. So, zurück ins Live-Bild. Jesse Monroe, Frank Flipsen. Die nächste, beide schön am Rutschen hier. Ja, die beiden und Markus Krüger und Michi Marquardt wird eng. Das wird sehr eng. Oh. Am Schluss weiß er nicht mehr, wo ihn scheint. Also Duell um die Spitze, Markus Krüger gegen Michi Marquardt. Dann beobachte ich die beiden dahinter so lang. Und gebe Bescheid, wenn da irgendwas passiert. Ja. Da haben wir LED-Gebäude, die ändern mal einfach eben mal die Farbe und nicht schlecht. Beide hier würde ich am Limit. Und ich denke, das Problem, was Markus Krüger hat, könnte Frank Flipsen genauso haben. Denn die Porsche-Setup von Vortex teilt natürlich logischerweise das Setup. Jetzt hat jeder noch Nuancen, die sich vielleicht noch anders einstellen. Man könnte mir gut vorstellen, dass sie da auf ähnlichen Problemen hier unterwegs sind, was die Reifenthematik angeht. Beide natürlich, oder Markus Krüger und auch Frank Flipsen mit, glaube ich, gut hecklastigen Verhalten. Und Thomas Batzke Rad ab. Der ist in der letzten Schikane hängen geblieben. Oh ja, da steht er so. Ah! Oh, und da war das Rad. Okay. Das Rad leckt da gerade so ein bisschen durchs Bild. Ja. Ist auch raus, kurze, Thomas Batzke ist raus. Kurze Verwirrung hier bei dem Führungsduo. Ah, oh, der auch wieder der BMW ein bisschen. Stefan Bäumer Dreher. Ja, er kam den beiden da fast in die Quere. Und der BMW, der spielt gerade so ein bisschen Zünglein an der Waage. Ah, nee, jetzt lässt er beide hier ziehen. Das war Jan Schmidt, Jan Schmidt und Stefan Bäumer sind da, glaube ich, gerade aneinander geraten. Und ich weiß nicht, ob das schon die letzte Runde jetzt ist. Ja, gute Frage. Noch 32 Sekunden. Könnte sich ausgehen, dass die letzte Runde ist. So, und hier ist Weber mal wieder ausschalten. Hier, das Und Slide da vorne wieder mal. Und? Das ist schwer einzuschätzen. Mal ganz kurz hier noch die letzten Meter auch noch von Jesse Monroes und Frank Flipsen, aber das ist die letzte Runde. Das sind die letzten Meter. Markus Krüger führt. Oh, jetzt kommt nochmal eine Überrundung da vorne, aber nee, das dürfte weit genug weg sein. Die Schikane nochmal sicher durchbringen und dann, jetzt ist es geschafft, dann für Markus Krüger Glückwunsch hier zum Sieg. Platz 2, Michael Marquardt. Dann kommen wir gleich dahinter. Das Duo Jesse Monroes gegen Frank Flipsen. Jesse Monroes. Ja, spielt die Karte, wird Dritter. Ja, sehr gut gemacht und ja, dein Erstling, gleich der Erste, der ihm gratuliert. Ja, Markus Krüger hat es geschafft. Das Rennen gewonnen. Das war nochmal atemberaubend zum Ende. Oh ja. In der Tat. Tatsächlich nochmal gut Feuer gehabt, das Ganze hier. Und es wurde tatsächlich nie langweilig hier in dem Rennen. Also absoluter, ja, du sagst es, absoluter Wahnsinn hier.
Ja, ich verabscheue mich dann direkt mal. Ja, danke dir, Hasso. Und ja. Mach's gut. Gerne. Ja. Ich wollte mal eben kurz zu den Jungs runter. Michael gratulieren. Okay, bis dann. Ciao, Bis dann, ciao. ciao, ciao. So, und ja, wir ziehen schon mal die ersten drei hier live zu uns in den Channel. Die letzten Meter jetzt gerade noch hier, bis wir alle drei hier vorne stehen haben. Perfekt. Das Podium hier bei uns. Erstmal Glückwunsch an die ersten drei und natürlich besonders Glückwunsch an Markus Krüger. Markus, was für ein Rennen? Und eigentlich die erste Frage: Wie sehr musst du am Ende noch schwitzen? Also erstmal Glückwunsch noch an Marquardt und an Jesse. Tolle Leistung. Als ich gesehen habe, dass Marquardt irgendwann hinter mir 10 oder 8 Sekunden hinter mir war, wo Yannick einmal vor mir war, habe ich ein Signal gegeben: Ey du, ich muss hier schnell fahren. Der Marquardt ist irgendwo da hinten. Ich weiß nicht, ob der noch einmal rein muss, ob der einen Zwei-Stopper macht oder nicht. Ich muss mal Gas geben. Also recht früh nach meinem Boxenstopp habe ich es gemerkt und habe Gas gegeben. Es war sehr schwierig, aber ich konnte es noch schaffen. Wie schwierig waren oder wie runter waren die Reifen denn dann zum Schluss? Weil das muss ja wirklich Also ich habe kurz knapp werden. jetzt 32% vorne. Oje. Also noch ein paar Runden wäre es noch gut gegangen, aber nicht weiter. Aber ja, also der Porsche schien tatsächlich sehr, sehr hecklastig dann irgendwann zu werden im Laufe des Stints. Ja, genau, das haben, also wir hatten jetzt mit diesem Setup keinen Langtest gemacht und wir wussten also nicht, auf was wir uns da einlassen. Und wir haben es versucht und wir haben zumindest Platz 1 rausgeholt und leider Loris ausgefallen. Und ja, was mit Yannick jetzt genau passiert ist, der war ja vor mir irgendwo vor dem Boxenstopp und ich habe gesehen, er hat eine weite Linie gewählt. Was denn passiert ist, weiß ich leider nicht. Schade um ihn, der hätte sich es auch hier vorne verdient. Ja, also in der Tat, das Kuriosum um Yannick Pleiss, ja, Yannick tatsächlich hat eine Runde abgezogen gekriegt, weil er einmal zu weit durch den Acker gepflügt ist, quasi, um es einfach mal so zu sagen. Ja, muss tatsächlich die Rennkommission damit beschäftigen, wie und was eventuell gemacht wird. Auch dein Erstling hatte da das Problem, dass er nach dem Unfall quasi eine Runde aberkannt gekriegt hat oder nicht gewertet gekriegt hat. Ja, das wird nochmal spannend zu sehen sein, denke ich. Ja, Markus, aber nochmal Glückwunsch zu Platz 1, nochmal Glückwunsch da an dich. Jo, danke. Und gehen wir weiter zu Platz 2. Micha Marquardt. Micha, was für ein Rennen. Du warst ja auch mittendrin in vielen Zweikämpfen oder Mehrkämpfen. Ich glaube, langweilig wurde es heute nie. Ja, erstmal Glückwunsch an euch beide. Es war echt spannend, so wie nach hinten, wie nach vorne irgendwie. Ja, ich habe irgendwann mal mit Matthias, da waren wir, glaube ich, P11, 12 und dann ging es immer Stück für Stück vorwärts. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich glaube, wir landen heute noch auf P1 und P2. So als Scherz eher gedacht, aber dann ging es immer weiter vor 8, 7, 6 und dann irgendwann mal auf 4 und 5. Dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie zerlegt sich heute jeder. Und ja, wo ich dann, glaube ich, Box habe ich dann Frank überholt, das war richtig wichtig. Aber ja, dann war es echt immer knapp, glaube immer Abstand nach hinten, glaube eine halbe Sekunde. Da habe ich eigentlich wirklich nur nach hinten geschaut und nach vorne waren es immer so um die 10, deswegen dachte ich eigentlich, da passiert gar nichts mehr. Aber dann irgendwann, die letzten 15 Runden, hat es angefangen, dass die Zeit weniger wurde. Und dann hatte ich schon noch leichte Hoffnung, ranzufahren. Und dann hat es auch in der letzten Kurve dann nochmal geknallt vor uns. Das war nochmal auch nochmal, denke ich mal, ein bisschen Nervenkitzel. Aber ja, zweiter Platz von P15, da kann ich gar nicht meckern. Bin richtig happy. Ja, auf jeden Fall. Und dann nochmal Glückwunsch dazu. Und kommen wir direkt zu Platz 3, Jesse Monrose. Jesse, congrats to P3. Yeah, what a race. A race where we've seen so many drive errors. You were error free. So, from that point, what we have seen. We have seen so many up and downs in for the drivers and for the whole event here. So, yeah, just tell us a bit from your perspective. Yeah, it was a tough race. I'm happy with P3 considering that I've started P18 after qualifying.
I had 5/10th in quali, but I had a lap messed up. So, you know, it's racing. And then I just tried to keep my nose clean on the first couple laps, which I managed to do. I think I've bumped into someone very slightly, so I had a bit of damage at the front, but the car was still manageable. And yeah, Daniel had a great setup for the car. So thanks, Daniel Ersling, obviously. So thanks to Daniel for the setup. And yeah, afterwards, it was just... Yeah, keeping my nose clean and seeing drivers DNF one after another. So it was just, I was just gaining one spot after one spot. And yeah, ended up into the top 10. Had some good pace. And then, yeah, ended up behind Michel at some point. He was really fast. I think I was like 4/5/10th behind him at some point. And then I had a misunderstanding with a back marker. So I had to drop some time a bit, and then he was just flying at the end of the race. I could see his lap time. He was doing low to mid 12, and I wasn't able to catch up. So I just did my race on my own, and then at the end, I think it was Frank behind me that yep. was catching up a bit. My tires were dropping off, but I managed to keep him at a distance. So yeah, overall a good race. I'm happy. One thing what I've questioned during the race was your teammate Daniel seemed to might be a little bit quicker than Frank in the dying race at the end. It was a bit strange because so Daniel was in front of me at the beginning of the race, and then he had an incident where he was spun by someone, I think. Yeah. And unfortunately, he lost a lap because of that, because of the R-Factor 2 system. Yeah. I think because he was on the grass, he lost a lap. So he was wondering actually if he could get that lap back. So we were kind of thinking that he was actually behind Frank. So Ned P5, we'll have to see. But he had decent pace, yeah. And I had good pace, but my tires were gone. And Daniel is, you know, a tire whisperer, if I can say so. He always managed to keep his tires until the end, so he had great pace at the end there. So it's a bit of a shame, but we'll have to see. Yeah, if he can get the lap back, and if he can, that's a very good result for the team. So we'll have to wait and see. Yeah, absolutely. And thanks to you, Jesse. Yes, we have to wait and see and check what the race directors will decide. On I think Thursday or so. So let's see what's on there. So thank you again, Jesse, and congrats again to P3. Yeah, so, thank you. Das war's jetzt auch hier für Cleveland, auch für die Rennen jetzt vor Ostern. Jetzt kommt tatsächlich mal eine kleine Pause. Denn, das nächste Rennen ist dann am 14. April, also in 3 Wochen. Auf dem Sachsenring geht es dann weiter, zurück nach Deutschland. Und Andi, Jutta, wir verabschieden uns in die Osterzeit, sagen von SRC aus erstmal frohe Ostern, schöne Osterzeit und genießt die Zeit und ein bisschen Erholung. Dann geht es am 14. April hier nämlich wieder weiter bei der SRC mit dem Rennen auf dem Sachsenring. Der Winter Season, das vorletzte Rennen wohlgemerkt schon und sind schon fast am Saisonende, das heißt, es wird jetzt noch richtig, richtig spannend. Daher sagen wir es mal tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, frohe Ostern. Ciao. Tschüss.